es ist Freitag der 26. Mai 2023. Es ist 16:22 Uhr. Herzlich willkommen zur 425. Ausgabe des Cagecast hier auf CageMatch.net zu einer vollen Ausgabe, einer wilden Ausgabe, einer Ausgabe, wo ich noch nicht so hundertprozentig weiß, wie die so ganz laufen wird, aber das ist eher aufgrund von Rahmenbedingungen. Erstmal begrüße ich den Franchise. Guten Tag ja. Und schon mal ein äh, schönes Wochenende nicht alle. Heute ist ja Freitag vor dem langen Pfingstwochenende. Das heißt, wir können alle noch ein bisschen mehr ausschlafen, ein bisschen mehr Freizeit verbringen und auch noch viel mehr Zeit zum Wrestling gucken nutzen. So sieht es auch aus. Ähm, ja, wenn ihr die YouTube-Version äh, angeklickt habt, seht ihr, da ist kein Bild von mir. Ich bin nicht zu Hause. Äh, und ihr habt sicherlich, wenn ihr die, die Live-Schedules und so unserer Podcasts mitkriegt, war ein bisschen wild die letzten Tage. Das hatte verschiedenste Gründe. Unter anderem auch, dass mein Internet zu Hause nicht funktioniert. Unter anderem, dass es mir nicht so gut ging. Und noch ganz viele andere Gründe. Deswegen hoffe ich, dass das hier Ganze, das Ganze hält. Wie ich sagte ich eingangs im Chat, äh, das Ganze hier wird zusammengehalten aus pappmaschee und Hoffnung. Deswegen gucken wir einfach mal, äh, ob das Ganze hier hält. Es sieht aber alles ganz gut aus. Ich fasse jetzt nichts mehr an. Man kann uns hören. Dich kann man sehen. Das reicht auch schon aus. Und ja, pappmaschee und Hoffnung ist auch so ein bisschen das Motto. Der beiden Shows, über die wir tatsächlich heute sprechen werden. Denn es ist eine XXL-Doppelausgabe. Am kommenden Wochenende dachten sich AEW und WWE, wir hauen alles raus, was wir raushauen können. Und deswegen gibt es am Samstag, also morgen, zu so einer für uns recht angenehmen Zeit, Night of Champions. Angenehme Zeit bedeutet auch Saudi-Arabien. In Money in the Bank haben wir auch, glaube ich, eine angenehme Zeit. Aber äh, das ist in England. Also da, glaube ich, können wir besser mit leben. Wir fangen aber an mit AEW, weil AEW ist eben äh, seltener hier Thema. Äh, AEW hat vielleicht ein bisschen mehr Gründe besprochen zu werden, weil da derzeit ein bisschen mehr passiert. Und AEW hat auch eine vollere Card mit vielleicht nicht dem ganz so guten Aufbau. Ich weiß es noch nicht so ganz, welchen Aufbau ich von beiden Cards besser finde. Äh, hier hat man sich bei beiden Shows nicht wirklich mit vielem Aufbau mit Ruhm beglänzt, möchte ich sagen. Äh, bei Night of Champion hast du zumindest einen riesengroßen Aufhänger mit dem Finale des Turniers. Sonst Selbstläufer. Oh, ist der also, ohne jetzt schon zu viel zu sagen, aber ich finde, da ist derzeit ganz schön der Wurm drin, bei AW Bist weißt du gerade noch oder? Nee. Hast grad nein, nein, alles gut. Du hast den Satz so beendet, ohne tonal nach unten zu gehen. Oh, so toll. Äh, alles hat. gut. Um, und ich sehe dich ja aktuell auch. Ja, wieder. ja, ja, ist gut. Ja, ich, ich <laughs> Morbo hat mich ja nach Revolution gefragt, ob ich jetzt wieder ähm, motiviert bin bei AW einzusteigen. Das war ich auch anfangs. Ich habe auch dann ein paar Folgen Dynamite gesehen. Rampage äh, schenke ich mir schon seit Ewigkeiten ähm, und war aber dann relativ schnell wieder raus. Also AW, kommen wir vielleicht am Ende mal drauf, ist momentan bei all dem guten Wrestling, was sie bieten, oftmals ja. Und deswegen freue ich mich auch unabhängig davon immer auf Pay-per-Views von AW. Aber das Produkt und die Stories, uff. also das ist momentan nicht dolle. Das liegt vielleicht nur daran, dass man bei AW vielleicht einen höheren Anspruch hat als an WWE. Ich zum Beispiel bin momentan viel mehr bei WWE drin. Ob jetzt objektiv gesehen WWE besser ist als AEW, das soll jeder für sich entscheiden, würde ich nicht mal unbedingt sagen, aber ähm, da bin ich vielleicht mit anderen Dingen zufrieden, also eben bei AEW. Und ähm, deswegen, also ich kann auch nicht gerade sagen, dass mich das Produkt von All Day Dressing so fasziniert. Liegt vielleicht auch daran, dass derzeit sehr, sehr viel auf Dinge gerichtet sind, die nach Double or Nothing stattfinden. Sei es Forbidden Door, sei es All in und all out, sei es Collision und CM Punk. Aber da ist halt noch Double or Nothing am kommenden Sonntag, in der Nacht von Sonntag auf Montag, was natürlich uns ganz entgegenkommt, wegen Pfingstmontag. Ja, neun Matches sind angekündigt und offiziell ist davon nichts im Kickoff, in der Pre-Show, im Buy-In, nennt es wie ihr wollt, obwohl definitiv einige Matches, die auf der Karte sind, in den Buy-In gehören, nämlich. Oder Zero Hour, genau nennt es wie ihr wollt. Ich möchte aber dieses Match als erstes bitte besprechen, damit wir es weghaben. Ethan Page und die Gans gegen die Hardy Party, was ausgetauscht wurde, weil man gesagt hat, äh, dass äh, die Hardy Party den Partyteil nicht mehr braucht und stattdessen Hookem Match jetzt drin ist. Äh, müssen wir dadurch die Tipps hier ändern? Die meisten Leute haben so oder so auf die Hardy Party getippt. Weil das Ganze ja auch noch einen weiteren Bonus-Hook hat. Nämlich sollten die Faces hier gewinnen, dann äh, wird das, der Spieß umgedreht und Ethan Page steht bei Matt Hardy unter Vertrag. Und ich kann diese Vertragssache. Du bist bei mir unter Vertrag, aber ich habe die unter Vertrag. Und dann habe ich die und die sind bei mir, dann ist das. Aber ein, eine Firma mit, mit Andrade und dann verkaufen die sich gegenseitig und haben Steak. Nein! <laughs> und, und dann ist, ist da ja auch noch äh, Deletion mit dabei. Und äh, <laughs> nein. Nein. Ich habe ja gedacht, als mit Hardy aus der ganzen HFO, AHFO Sache rausgebrochen ist, jetzt wieder ein bisschen normaler ist und dass man davon Abstand nimmt. Aber das, ich kann nicht mal sagen, dass das irgendwie schlecht wäre, aber es, 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 es unterhält mich halt null. Und mal abgesehen davon, dass ich Jeff Hardy sein Comeback gönne, bla bla. Ich brauche die Hardy-Boys nicht mehr. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Und ähm, ist auch eine völlige Verschwendung von Hook in dieser Konstellation in meinen Augen. Um, die Guns waren Übergangschampions. Das haben wir auch haben wir das schon besprochen. Waren die ganz beim letzten PWL Champions, das wir besprochen haben? Ich glaube schon. ne? Ja. Äh, das checke ich das Da hatten sie verteidigt, glaube ich, im Vorwärtsmatch. Match. Im Meist ja, ich glaube, da damals habe ich schon auf Jeff Jarrett und Jay Lethal getippt. Ja. Also das, äh, boah, nee. Das, das gibt mir gar nichts. So eine Story, die, die hilft keinem wirklich. Die ist nicht unterhaltsam. Die verspricht auch Wrestlerisch jetzt nicht gerade, das Beste zu werden. Weil die Hardys halt auch beide schon gut in ihren 40ern sind und auch weit weg davon, tolles Tech-Team zu sein. Ich tippe auf die Faces und dann geht das die ganze Zeit weiter mit Ethan Page, der bei den Hardys unter Vertrag steht. Nichts davon brauche ich, nichts davon unterhält mich. Die Zuhörer tippen äh, auch auf die Faces, ich gucke nur noch mit wie viel Prozent. Äh, 80,5. Also ich werde ja jetzt keinen neuen Poll aufmachen, auch wenn Hook dabei ist. Das bedeutet, dass wir 90 kriegen oder so, keine Ahnung. Äh, auch immer schön, dass, dass eine Stipulation so dabei ist, die normalerweise sind solche Stipulations immer gegen, gegen, gegen Faces gerichtet. Und hier ist es gegen Ethan Page irgendwie gerichtet, dass der dann plötzlich diesen Spieß umgedreht wird. Ich weiß nicht, ich, ich, ich fange an zu nitpicken. Ich könnte jetzt sagen, man verschwendet auch Ethan Page, aber wann wurde Ethan Page mal nicht verschwendet, seitdem er bei AEW ist? Ähm, bei den Guns sage ich mir wenigstens, als sie das Match hatten gegen FTA, wo jeder weiß, wusste, wie es ausgeht, aber dieser Entrance, ja, wo sie mit 50 Cent rausgekommen sind, da dachte, also zumindest ich fand das ziemlich gut gemacht und ich dachte mir so, alles klar, man hat, man, man hat das Maximale aus dem derzeitigen Stand der Ganz rausgeholt. Und man hat sie gestärkt, im Gegensatz zu dem Comedy-Act, der sie vorher waren. Aber jetzt hast du ja nichts draus gemacht. Ist ja verpufft alles. Hm. Also, nee, die waren einzig dazu da, um den Titel wieder zur FTA zu bringen. Und ähm, an der Stelle kann man vielleicht doch mal erwähnen, was, wie, wie unfassbar krass die Claimed von AEW versaut wurden. Also die wurden ja wirklich geopfert für den erneuten Titelgewinn von FTA. Und das geht mir einfach nicht ein. Die waren mit der populärste Act und hier sind sie nicht mehr auf der Karte Die haben nicht mehr irgendwas Relevantes zu tun aktuell. Nicht mal, ähm, nicht mal in der Battle Royale. Da kommen wir gleich noch zu. Also, da, da, das ist schon krass. Und das, das tut mir auch dann irgendwie weh. Jetzt unabhängig davon, dass die Guns, ähm, ja, die haben das maximal rausgeholt, aber wenn du aus dem Title Run mitnimmst, dass sie einen coolen Entrance hatten, ist eigentlich auch schon viel gesagt. Ne? Also. Das war jetzt nur ein Sinnbild für das Ende dieses Title Runs. Also, ich, ich fand schon, dass dieser, diese, diese Story mit den Guns als Champion, wo jeder wusste, dass sie gar nicht dahin gehören, wo sie derzeit sind, ist natürlich immer ein schlechter Stand für die Spitze einer Division ist davon mal abgesehen, aber es hat ihnen zumindest einen gewissen Charakter gegeben und dass die Titeldivisions, -Div sobald jemand Champion ist, auch mal nicht so gut gefüllt sein können. Ich meine, das sehen wir ja auch hoch und runter die Karte über, aber zumindest habe ich mich dann irgendwann ergötzt an der Art und Weise, wie die ganz dargestellt worden sind. Hätte man das ohne Titel machen können, selbstverständlich. Aber Uff, ja. Äh, wir alle tippen auf die Hardy-Party und hoffen, dass das dann doch noch in, den, in die Zero-Hour kommt. Ähm, ich, ich, ich möchte dir nicht deine Wahl wegnehmen, ich möchte aber gerne ein anderes Match direkt vorwegnehmen, nämlich die Blackjack Battle Royale. Äh, uff, ähm, Orange Cassidy, den in meinen Augen besten Title-Run derzeit aller Champions von, äh, von AW. Großartige Matches. Ich finde die Story hat jetzt auch einen gewissen Twist, nämlich dass Orange Cassidy immer kaputter ist. Er hat seine, wie ich finde, sehr sympathischen Segmente mit, mit äh, Rene Paquette, wo, wo sie halt sagt, äh, alles klar, Orange Cassidy, leg dich mal hin, der Mann braucht einen Stuhl, der ist halt kaputt. Macht man sehr offensichtlich. Und dann gibt es den Battle Royal. <laughs> der Blackjack Battle Royal. Äh, ist nicht ne? immer Battle Royal. Ist, ja, das muss man aber nicht unbedingt. Das ist für mich kein Grund, das jetzt zu akzeptieren. Ähm, 21 Man Battle Royal, das heißt, so wie ich das verstanden habe, alle sind direkt im Ring und dann geht's los. Es ist ja auch, es ist ja auch bekannt, wenn der Battle Royal ist. Ich, ich rate das einmal kurz durch und ihr werdet sehen, was vielleicht das nächste Problem ist: neben Orange Cassidy, Ricky Starks, Butcher Blade, Bandido, Commander, die Moriarty, Big Bill. Ari Davari, Tony Nice, Chuck Taylor, Trent Barretta, Kip Sabian, Ray Phoenix, Penta, El Zero Miedo, Swerve Strickland, Ryan Cage, Jay White, Juice Robinson, Keith Lee und Dustin Rhodes. Viele, viele namenhafte Leute in einer Battle Royale. Viele Leute mit Programmen. Keith Lee, Sir Strickland, allen voran, wo alle darauf denken, okay, jetzt kommt, jetzt kommt das Match. Mm -mm. Und. Äh, Jay White. Also, ich werfe der WWE mal vor, dass sie es sehr, sehr schnell schaffen, Leute ins Roster zu holen, die dann nur noch another guy sind. Tony Khan hat sich gedacht, das Speedrunnen wäre jetzt mal. Und hat Jay White innerhalb von <laughs> zwei Wochen, eine Woche, wenn ich, wenn ich es ihm hoch anrechnen will, direkt: als klar, Bullet Club, Perz, Scheiße, du machst Kacke, du bist. Irrelevant. Du machst eine Fehde gegen eine andere Person, die auch nicht verlieren sollte, nämlich Ricky Starks. Und dann war das. Wow. Also, das hätte die WWE auch nicht schneller hingekriegt, Jay White so kaputt zu machen. Also, ich, natürlich, la, lass Jay White wieder drei, vier Wochen pro, richtige Promos und Matches haben. Das klappt. Der ist, nicht, der ist nicht zerstört. Aber überleg mal, was der Wert war. Der war der heißeste Free Agent, als er von New Japan rausgekommen ist, man hat sich überlegt, kommt er jetzt zur WWE oder doch bei AW? Ich habe ihn am Anfang des Jahres schon bei schon bei äh, WWE gesehen und dann kommt er da bei AW raus und alle dachten sich so, wow, okay, komisch, weil hätte er dafür New Japan verlassen müssen, aber okay, gutes Ding für AW und dann war's kaputt, Ende. Ja und, und die sind jetzt alle in einer Battle Royal, die Orange Cassidy gewinnt. <laughs> Also, Davon ist auszugehen. Ja. Also, weil, weil mir keiner einfallen würde, der jetzt da passen würde, um ihn zu entthronen. Das, ja, aber. Äh, das ist es ja auch noch. Ich sagte ja vorhin, das ist eine gute, ein guter, ein, ein, ein guter Title-Run. Wenn der in einer Battle Royale endet, dann bin ich aber böse. Also, das muss ein Singles-Match wenigstens sein. Also, ich störe mich jetzt nicht, nicht so sehr an der Battle Royale selbst, weil die gab es immer schon bei AEW, Casino-Battle Royale oder wie auch immer sie dann hießen. Um, so bringst du halt viele Leute auf die Karte ohne noch tausend Matches hinzuzufügen, was ich beim Gucken auch sehr angenehm finde, weil ich brauche nicht 13, 14 Matches. Und wenn man sure. halt, sag ich mal, dies, diese Möglichkeit gefunden wird, so Wrestling Paychecks zu geben, warum nicht? Aber, und, und es passt ja auch irgendwie so ein bisschen zu der Story von Orange Cassidy, der halt gegen jeden kämpft und jetzt kämpft er halt gegen alle auf einmal. Um, aber wenn, das Problem ist halt, die Teilnehmer, die hier drin sind, also gerade bei Keith Lee und Swerve Strickland. Also, irgendwann ist es dann auch mal gut, ne? Das dachte ich mir schon vor ein paar Wochen, dass ähm, das langsam mal ähm, ja, hochgehen könnte mit einem Singles-Match. Warum kriegen wir eigentlich kein Singles-Match auf der webview card das, das raff ich halt auch nicht. Ne? Weil, das weil Ethan Page und die Hardy-Party Party wichtiger sind. Ja, offensichtlich, ne? Ja. Um, das sind also Dinge, wo ich mich frage: Sind das schon Anzeichen davon, dass Tony Khan abgegeben hat an Verantwortung, aber vielleicht an, jemand, an jemanden, der das nicht so gut kann, das bucken? <laughs> um, oder. Ist das ein Zeichen davon, dass er überfordert ist und einfach keine kreativen Sachen mehr für die Leute hat? Weil das ist halt schon, ja, es ist schon sehr lame. Wie gesagt, die Battle Royale, die stört mich jetzt an sich nicht so. Aber was man ja mit den Teilnehmern der Fahrgeschichte ne? und mit Jay White, ja, blanke Zustimmung. Ich war noch nie sein allergrößter Fan. Ähm, und wenn er der heißeste Free Agent war, ja, habe ich nie so gefühlt, auch wenn ich natürlich seinen Wert verstehe, als ehemaliger iwgp champion und so weiter. Ähm, aber AEW hat es ja dann auch einfach krass versorgt mit ihm, ne? Zusammen mit Robbins Robinson, mit Bullet Club Gold, wo du eigentlich auch nur darauf wartest, dass die vielleicht noch mehr Mitglieder kriegen, weil das wird sicherlich nicht nur ein Zwei-Mann-Stable bleiben oder in dem Moment da eben ein Tag-Team, sondern da wird sicherlich auch noch mehr kommen. Und auch da wartest du eigentlich auf die Entwicklung. Wie geht's denn da jetzt weiter? Und deswegen kann ich dem Ganzen auch jetzt nicht so viel Positives abgewinnen. Ich, wie gesagt, der Title von Orange Cassidy ist geil. Das, ähm, ist auch quite telling, dass inzwischen auf der AEW-Website, auf, äh, auf der Roster-Page, inzwischen der Titel inzwischen vor dem TNT-Titel gesetzt ist. Unabhängig davon, ob das jetzt äh, was über das Ranking aussagt, aber der wird zum Welten besser gebookt als der TNT-Titel. Ähm, und Orange Cassidy ist halt eine coole Sau. Und irgendwann wird halt der Punkt kommen, wo er halt kaputt ist und irgendjemand ihm das Ding abnimmt. Aber auch das hätte ich gerne mit einer kleinen Story versehen und nicht hier in der Battle Royale. Deswegen tippe auch ich hier auf Orange Cassidy. Mal das ja. andere wäre schon eine große Enttäuschung. Ich sag mal, was die Zörer so eingetippt haben, weil ich habe das Feld nämlich leer gelassen und die Leute sollten dann mal selbst eintippen, was sie ihnen so einfällt. Wir haben einmal Baby Yoda, wir haben zweimal CM Punk, wir haben einmal irgendeinen New Japan Wrestler, zweimal Jay White, einmal keine Ahnung, einmal Miro, einmal OC, einmal OC ohne Punkte, einmal Orange, einmal Orange Cassidy, 13 mal Orange Cassidy, richtig geschrieben. Dann haben wir einmal Orange Cassidy mit kleinem C, einmal Pack und einmal Ricky Stark. Ähm, ich gehe natürlich mit. Also ich sage auch, dass Orange Cassidy, auch aus, aus Mangel an Fokus auf andere Leute einfach, äh, dass, dass er hier den Titel gewinnt. Man könnte jetzt doch sagen, Malakai Black, weil der wohl ein bisschen mehr Fokus hat, mehr Fokus, ja, weiß ich nicht. Ähm, er ist doch Champion. Also dem brauchst du den Titel nicht geben. Ja, er ist ein Champion. Aber das heißt ja nicht, dass, ja. Er, nicht, dass, er, dass er nicht auch mal zwei gewinnen halten könnte. Aber ja, hast du natürlich recht. Funny tippt übrigens auch auf Orange Cassidy. Der hat doch bei mir gefragt: Gibt es denn überhaupt einen klaren Favoriten? Hat er hatte aber schon auf Orange Cassidy getippt und ich sage: Ja, Orange Cassidy. Deswegen, ähm, jo. Match, ja, ist der Battle Royale, dass da, dass da sicherlich coole Spots und so bei sind und sicherlich die ein oder anderen Fädengegner sich gegenseitig ausschalten. Ma, ist, ist ja nicht doof. Mir gefällt das Konzept bloß nicht, dass einer Titel in der Battle Royale verteidigt. Mein, meiner Meinung nach einfach. Franchise. Welches Match wollen wir denn als nächstes von den sieben besprechen? Jo, wenn man nach Wichtigkeit geht, und das tue ich in dem Moment einfach mal, nehmen wir das äh, TBS-Title-Match. Jade Cargill verteidigt den Titel gegen Tyler Valkyrie. Also, wie immer, werd, wie immer werden wir sagen, es könnte ein bisschen knapper werden. Tyler ist ja ein Name, mit dem man rechnen muss und so weiter und so fort. Aber Jed Kagel wird den Titel nicht verlieren, bis Chris Deadland wieder da ist. Also, jetzt ist es inzwischen so weit fortgeschritten, dass man es auch da durchziehen sollte. Und deswegen, ich kann Jed Kagel als Team, ich nicht. Die, die bestreitet ja meistens Matches bei Rampage, dafür bin ich sehr dankbar, da muss ich es nicht sehen. Nicht, dass ich jetzt effektiv was gegen diese Frau habe, aber die unterhält mich halt einfach null. Also. <laughs> Meine ich nicht persönlich, aber das ist halt immer das Gleiche. Jo, und, ähm, ähm, die Verletzung von Chris da kam halt einfach zu einem blöden Zeitpunkt, wo man hätte einfach was Neues machen können und gebrauchen können und das wurde halt bisher nicht durchgezogen. Ich weiß nicht, ob man versucht, den Titel bis Chris Deadlander noch warm zu halten, beziehungsweise bei ihr zu halten, weil, wir das, weil das ja immer eine Sache ist, von der wir ausgegangen sind, weil wir alle denken, der Titel hätte wechseln sollen bei Grand Slam. Davon gehen wir einfach aus und deswegen denken wir, okay, es passiert nichts, weil der Titel wieder zurück oder weil der Titel dann letztendlich wechseln soll, wenn Chris Deadlander zurückkommt. Ob das nun tatsächlich so ist oder nicht, weiß ich nicht. Was allerdings Fakt ist, man findet keine Ausfahrt hier. Ich war ja immer einer der Fürsprecher von Jade Kagel und es ist jetzt so lange nichts passiert. Ich, sowohl was eine Entwicklung nach oben hin, was das Wrestlerische angeht, vielleicht ist da auch die Decke einfach erreicht. Man muss, muss man ja auch irgendwann mal. Zu geben, wenn du mit Brian Danielson trainierst und du wirst nicht besser, wer soll dich dann sonst trainieren? Ähm Aber es ist auch erzählerisch von ihrer Seite aus nicht mehr geworden. Ja, diese Fede hier hatte ein bisschen mehr Substanz. Es ging ja auch um den Finisher, weil beide denselben, denselben Finisher benutzen. Und dadurch hattest du automatisch ein bisschen mehr Hin- und Her-Suspendierung. Äh, du setzt meinen Finisher ein, lass das Ganze. Aber das, bloß weil es mehr war, heißt es das nicht, dass es besser war, weil auf der anderen Seite steht immer noch Taya Valkyrie. Und hättest du mir vor sechs, sieben Jahren gesagt, dass Taya Valkyrie da ist, hätte ich gesagt, boah, cool. Aber sie ist halt aktiv schlechter geworden in den letzten Jahren. Und dann gegen Jade kage, die halt aktiv nicht besser wird, ist das halt auch, ich möchte nicht sagen, eine Totgeburt, aber ist halt ist halt geht halt ins Nichts und du sagtest es schon ja man könnte vielleicht meinen dass hier wieder mehr äh, mehr 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 Zweifel sein könnte aber das fühle ich einfach nicht und ob es da nun eine Chris Deadlander sein wird wenn sie irgendwann zurückkehrt oder nicht das da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher aber ich bin mir sicher dass es nicht Taya Valkyrie ist und deswegen tippe ich hier auch auf Jade Kargel das Match selbst, was sie schon einmal hatten, das war jetzt keine Vollkatastrophe. Aber das ist halt bei einer Promotion wie AEW <laughs> nicht mal der Mindestanspruch. Und es deswegen, ist Jade Kagel halt so. Sie ist halt, ne, es gibt ja oft diese Antithese zu anderen Wrestlern. Wir haben es oft bei Mike Bennett gesagt, bei Ring of Honor, ne? Und, äh, und, und solche Wrestler sind ja auch vollkommen okay, aber. Mittlerweile hat sich der Star-Appeal, den eine Jade Kagel hatte, halt auch voll breit getreten, weil es ist immer wieder dasselbe. Immer wieder. Und irgendwann nervt halt nur noch. Und deswegen, nee, nee, danke, Jade Kagel gewinnt. Genau äh. das. Also ich brauch's auch einfach nicht mehr sehen, weil es sich nicht weiterentwickelt. Und wa was willst du auch mehr draus machen? Ich meine, solange sie den Titel hat und un unbesiegt bleibt, wird sich der Charakter auch nicht ändern. Du, du hast ja auch gar kein Motiv für eine Charakterveränderung. Du könntest sie vielleicht irgendwann face-turn, aber dann ist der Impact kaputt, wenn sie den Titel mal verliert, weil mhm. sich dann die Leute nicht so sehr freuen. Deswegen, äh, nee. Also, das Match, ich habe das erste Match der beiden nicht gesehen, deswegen bin ich da jetzt unvoreingenommen. Ich habe teilweise Valkyrie noch einigermaßen okay in Erinnerung von dem, was ich in der Vergangenheit von ihr gesehen habe. Aber mir ist auch wohl bewusst, dass sie nicht mehr so gut ist wie früher. Ähm. Kann ganz okay werden, aber das ist halt auch nur dafür da, um dass man wieder auf dem Titan -Tron die große Zahl sieht. Ich weiß nicht, wo Jade Kage dazwischen steht. Karin sie ist die 60. Der Gegnerin. Sie könnte jo. die, sie, weil, weil, weil uh, ich habe ich hab Dynamite noch reingequetscht gekriegt hier heute. Um, und da wurde gesagt, dass, uh, dass sie die Eins in 60 und 1 sein könnte. Mhm. Uh, ja. Aber das ist für mich halt auch ein Match, das gehört null auf diese Karte. Also, so mal gar nicht auf die pay card Möchte ich und sagen. Das, das sage ich leider auch bei Jade Cargill TBS-Title-Matches. Ja, ja. Man hat, man hat vielleicht in den Wochen zuvor zu viel rein investiert, als dass man es nicht auf der Karte haben könnte. Sehe ich ja bei Ethan Page und, und, und Co. ähnlich. Aber das macht es noch lange nicht gut. <laughs> und gut genug vor allem. 68% tippen auf Jade Kagel hier. Ich glaube, Fanny tippt auch auf Jade Kagel, Wenn ich mir das. Ja, der tippt auch auf Jade Kagel. Also. also. Lassen wir es dabei. Äh, Franchise, ich habe dir eine Wahl beraubt, deswegen darfst du jetzt gerne noch einmal. Okay, dann wird es schon spannender, weil die Matches, die jetzt kommen, die haben zumindest alle ähm, eine Geschichte ähm, bis zu einem gewissen Grad. Ich will nicht schon wie das zweite Damen-Titelmatch vorwegnehmen. Ähm, wir nehmen mal, komm, wir nehmen mal das Funny Special. Wir nehmen mal das AEW TNT Title Ladder Match. Wardlow verteidigt gegen <laughs> Mr. Rollkragen himself, Christian Cage. Ja, Wardlow den Titel wieder. <laughs> ja, äh. ja, nu, also, das ist, er hat ihn jetzt schon verdammt lange eigentlich wieder, ne? Das ist ja, Zeit für Er hat ihn da, hat er ihn zwischen Revolution jetzt noch einmal verloren und gewonnen, ja, ne? ne er hat ihn bei Revolution gewonnen und hat ihn dann gleich danach gegen Powerhouse Hobbs verloren. Ach, ja, ihn ja, dann ja. Von Powerhouse wieder zu gewinnen. Alter. Und jetzt hat man natürlich eine neue, man hat eine neue Facette in Wardlow eingebaut, nämlich Arn Anderson. <lacht> <lacht> ja, also also wenn Christian nicht der Gegner wäre, ne, dann wäre da auch also dann wäre es wahrscheinlich ein anderer Gegner gewesen und vielleicht wäre die Fähne anders unterhaltsam gewesen. Aber das ist zumindest ein Selbstläufer, dass du mit Christian jemanden hast, der der sein Ende der Fahnenstange eben auch halten kann ne, und dann die Promo-Arbeit und so, echt, echt nett. Mit Lucha Soros natürlich, wo immer noch dieses Bild mit Christian Cage und Lucha Soros fehlt mir immer noch, glaube ich, die halbe Erklärung dafür, wieso denn er jetzt einfach da steht. Aber lassen wir jetzt mal dahingestellt. Äh, ja, und natürlich ist das ja nicht nur einfach so ein Match, sondern es ist Christian Cage's Spezial Matchart. Es ist ein ladder match Wir haben ja nicht genug Stipulation-Matches. Ich hätte gerne noch ein paar Singles-Matches. Die kriegen nur die Damen. Eine davon, Jade Kagel, die andere verletzt. Danke. <laughs> cool. Das hat sich richtig, das ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Ja, äh, das, ist, das ist cool. Ja, ja. Ähm, das positive vorweg, ähm, das ist mal wieder ein match mit einer gewissen Geschichte. Also nicht nur, ich fordere dich heraus und in der nächsten Woche gibt es ein Titel Match meistens kombiniert mit dem Titelwechsel, sondern das ist ja jetzt schon ein paar Wochen im Aufbau. Das per se finde ich erstmal gut. Nicht so gut finde ich generell das Booking des TNT-Titles. Nicht so gut finde ich die Verwendung von Wardlow und sein Booking, weil wenn man überlegt, wie heiß dieser Typ war, als der MJF letztes Jahr besiegt hat. Mit wie viel Momentum der aus dieser Fehde rausgekommen ist, wie viel Zuspruch der hatte. Und wenn du das jetzt siehst, das sind Welten. Also wenn ich mir den Kerl jetzt angucke, sage ich nicht, das ist ein zukünftiger Main-Eventer. Auch wenn er den Look hat und vor allem auch jetzt besser aussieht ohne seinen blöden Zopf. Mhm. Aber in der Fehde gegen Christian Cage, also er wirkt ja sowas von ja, B-Klasse. Und das, und das hängt zum einen natürlich daran, dass Christian Cage in seinem fünften Frühling ist und ähm, mit die beste Arbeit das hier macht, die man, die man so als, ja, als Routine je machen kann. Wie weit man unter die Gürtellinie treten muss, hallo an Anderson, ähm, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Aber es ist unterhaltsam. Und Christian Cage ist eine gute Sau und ich kann dir auch sagen am Sonntag werden auch die Fans auf seiner Seite sein weil Wardlow wie gesagt hat das er hat diesen It-Faktor finde ich schon ein bisschen verloren und das finde ich einfach sehr sehr schade weil ich in dem Kerl schon noch eine Menge sehe ich tippe aus Prinzip hier auf den Titelwechsel was ist der TT-Titel und und sollte auch mal weg von dem Ding irgendwie und irgendwas vielleicht braucht er wieder einen Heal-Turn, irgendeine Charakterveränderung die wird er mit dem Titel wahrscheinlich so schnell nicht kriegen ähm, ja, und Christian Cage kann sich dann in seinem Title so ein bisschen hinter Luft-Saurus verstecken und ähm, bevor der Titel dann drei Wochen später wieder wechselt. Würde ich auch Christian gönnen, auch wenn es jetzt nicht so der, Riesen, der Riesenpreis ist, den er sich hier holen würde, aber er hätte es schon mal verdient, nochmal ins Ramblied zu kommen, weil der macht schon eine fantastische Arbeit aktuell. So richtig Konsequenzen aus dem Final Burial gab es dann aber auch nicht für Christian Cage, ne? Aber gut, Pay-Per-View zu Pay-Per-View ist ja relativ weit, muss man dazu auch noch sagen. Zwei, zweieinhalb Monate hier. Äh ja, mein, also ich würde mir auch einen Titelwechsel wünschen. Weil Christian Cage auch mal wieder, wenn er so als Bedrohung auch nochmal ein bisschen dargestellt werden soll, nachdem er ja seine Geschichte mit dem Impact-World Title und Kenny Omega und sowas alles hatte, da, da würde das dem Titel erstmal gut stehen und Christian Cage würde das auch ganz gut stehen. Und er hat mit Lucha Soros auch jemanden, den er einfach immer vorschicken kann. Dass es halt auch passt, dass er nicht den, den Titel irgendwie oft verteidigt. Und meine Wardler macht's, aber äh, ja, Wardler's Titelverteidigung muss man auch nicht viel sagen. Das ist halt Jade Cargill-Level an Länge. Mhm. Ähm, ja, also ich hätte absolut nichts gegen Titelwechsel, aber ich glaube nicht dran. Ich glaube, dass man hier sehr, sehr viel in Richtung Christian Cage hingestellt hat, ne, mit Lucha Luchasaurus, mit der Leiter, was grundsätzlich ja erstmal dem erfahrenen Christian Cage da helfen soll und das ist so einseitig quasi, dass ich glaube, dass Wardlow einfach Christian Cage dann wegwämsen wird und Lucha Soros ihn mitnehmen wird. Ja? Ähm, glaube ich gerade nicht, weil Wardlow das Mensch auch gefordert und es wird einfach passen, wenn ihm das auf die Füße fällt im Moment. Das war ja nicht Christian Cage, der es festgelegt hat. Aber ähm, ja, ja. Aber ich kann ich auch sagen, Babyface. <laughs> kann ich auch sagen, Babyface. Äh, ich, ich, äh, ich hab große Fresse und es ist was dahinter. Ja, prinzipiell hätte ich auch jetzt nichts gegen den Wardlow titelverteidigung hier, wenn man dann mal was aus dem Titel macht. Also, wenn der immer dann solche Fäden bekommt, woran er sich hochziehen könnte, wäre sehr cool. Aber ich habe da einfach kein Vertrauen mehr in EW, weil das ist eine heiße Kartoffel, die, dieser Titel. Ähm, ja. Weil du gerade sagtest, ähm, Titelverteidigung von Wardlow geht dann ja nicht lange. Korrekt, er hat noch keine einzige bestritten, seitdem er den Titel gewonnen hat. Crazy. Aber dazwischen. Wenn man ja, und das. Glaubt, auch nicht. Wenn man das wenn man das mal vergleicht mit, äh, mit all den anderen Titelverteidigungen oder Titeln und Titelverteidigungen, die es bei AEW und auf Ring of Honor so gibt, ist das schon ein Statement, dass Wortler einfach keine Matches bestritten hat in der letzten Zeit, wo er seinen Titel aufs Spiel gesetzt hat. Gar nicht? Da hat er ihn ja sofort verloren. Krass. Ja, dazwischen, dazwischen hat er ne, da hat er den Titel für vier Monate gehabt. Ist Einheitsbrei, Franchise. Einheitsbrei tatsächlich. Ja. Hm. Ja, nee. Hast, 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 hast du zwar recht? Er hat aber nichts äh, an, an meinem Bauchgefühl, dass ich glaube, so viel hier gegen Wardlow zu stacken, dass er das Ding dann am Ende eincashen wird. Das tippen übrigens auch 56,1 Prozent der Zuhörer. Funny tippt natürlich auf Christian Cage. Alles andere wäre auch Gimmick-Infringement hier. Ich würde es allein Funny gönnen, dass Christian Cage hier gewinnt. Allein das gönne ich ihm. Und die Probos, die darauf laufen. Also das gönne ich uns dann. <laughs> Ja, wunderbar. Dann machen wir doch einmal weiter mit einer Storyline, die äh, ja schon sehr, sehr lang läuft und ja auch schon eine gewisse Historie hat. Und es sind ja auch zwei sehr prominente Herausforderer, weil sie schon öfter in diesem Jahr um besagte Titel angetreten sind. Aber diesmal mit anderen Champions, denn FTA, Dex Harwood und Cash Wheeler verteidigen ihre AEW World Tag Team Titles. Gegen Jeff Jarrett und Jay Lethal mit dem Sternchen diesmal dran, dass Mark Briscoe der Special Guest Referee dieser dieses Aufeinandertreffens ist und ja, das ist ja immer noch mit einem Auge muss man auf dieses auf den tragischen Tod von Jay Briscoe gucken, weil sonst würde er nicht so in dieser Fehde drin stecken, äh, sonst würde er wahrscheinlich gar nicht bei AW zu sehen sein, davon mal abgesehen. Äh, aber Mark Briscoe, jeder mag ihn, jeder liebt ihn. So auch Jay Lethal und FTA logischerweise. FTA hat die großartige match -Serie letztes Jahr und sind dort zu Blutsbrüdern mit den Briscos geworden. Das ist, haben sie auch bei Dynamite nochmal betont. Während natürlich gerade Jay Lethal mit Mark Briscoe eine innige Freundschaft hat über die letzten Jahre, hat man es ja bei Ring of Honor auch gesehen. Oft auch, auch, auch oft gegeneinander, aber Ring of Honor Locker Room-Brüder sind halt gute Freunde. Ähm. Ja, das wurde so ein bisschen gegeneinander ausgespielt, diese Freundschaft, als dann auch speziell Mark Briscoe eben als Special Guest Referee sich selbst in dieses Match reingepackt hat. Und dann gab es da das ein oder andere Segment, sowohl außerhalb äh, der TV-Shows, natürlich auf der Farm von den Briscoes, Sehr unterhaltsam. Äh, fand ich ganz witzig mit Jeff Jarrett und der Gitarre und Papa Briscoe. Alles klar, das habe ich sehr, sehr gern genommen. Äh, und dann eben, ein Friedensbedrängnis, äh, wo <laughs> Mark Briscoe mit Moonshine rausgekommen ist und dann, ja, sie sich gegenseitig das Gesockszeug in die Augen äh, geschmettert haben und dann außersehen äh, Dex Harwood, Mark Briscoe einen Piledriver verpasst hat, was natürlich Mark Briscoe nicht so ganz so nett fand und am Ende von Dynamite wollten eigentlich äh, Dax Harwood und Cash Wheeler das, das vermeintliche Kriegsbeil begraben, was ja eigentlich nicht so ganz da ist, aber Mark Brisson hat gesagt, nein, ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße, hat, hat äh, Dex Harwood e geslappt und ist die Rampe hochgegangen, Jeff Jarrett, Jay Lethal und Konsorten, jetzt plus Karen Jarrett, Chapeau Jeff Jarrett, wie du es schaffst, deine ganze Sippe unterzukriegen, ist immer wieder eine Meisterleistung des garni Tooms. <laughs> ähm, ja, aber auch da hat Mark Briscoe klar gemacht den anderen Leuten und dann eben in Richtung Jay Lethal hat er gesagt ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße es soll jetzt einfach mal richtig Wrestling hier geben und das gibt's jetzt am kommenden Samstag das ist tatsächlich eine der vollsten Fäden auf dieser Card nicht unbedingt vielleicht eine der besten Fäden in das Match selbst ist halt Jeff Jarrett drin nicht mehr der Jüngste ja, gucken, ne? Ich, ich gucke guck dem Ganzen so mit einem lachenden und weinenden Auge entgegen. Weil ich mich doch recht unterhalten gefühlt habe, insgesamt, aber das sind halt auch nicht die fta mega tag team Verteidigung, die ich mir persönlich so erhoffe bei so einem Roster. Und das ist so ein bisschen das, was bei mir im Kopf so hin und her gezogen wird. Das sehe ich praktisch eins, zu eins genauso. Also Jeff Jarrett ist unfassbar unterhaltsam, ähm, muss ich wirklich sagen. Also, das, der ist schon eine Bereicherung für das Roster, aber ich kann den halt nicht mehr irgendwie als, als Bedrohung auf den Titel, was heißt nicht ernst nehmen, aber ich will das gar nicht wirklich sehen, dass er einen Titel, das ist genauso wie ich die Hardys nicht in der Titelszene sehen wollte und so mhm. weiter und so fort. Das ist, also, das war mal kurzzeitig ganz cool, auch für Revolution, als es da eben das Forward-Match gab und man für so ein bisschen vielleicht sich denken konnte: naja, möglicherweise klappt das ja. Die Fehde gegen FTA, wie du sagst, ich habe nicht alles davon komplett gesehen. Das, was ich gesehen habe, war, war schon unterhaltsam, aber es fühlt sich irgendwie, es fühlt sich falsch an, irgendwo, wenn, wenn, wenn du so eine Tag-Team-Division hast, wie du schon sagtest, und dann ist das die Titelfede. Ja, und ich freue mich, dass FDA wieder da sind. Ich meine, das waren sie beim letzten Papperview ja auch noch nicht. Und hoffentlich noch mit ganz vielen tollen Titelverteidigungen ähm, uns beglücken werden. Wrestlerisch wird das hier nicht großartig. Ich tippe zwar auf FTA, möchte es aber nicht ausschließen, dass der Titel hier wechselt. Unabhängig davon, dass ich gar nicht weiß, wie ich das finden sollte. Die ganze Sache mit, ich finde im Sing ist an sich gut memebar, auch ganz witzig. Sein Fall letzte Woche bei Dynamite, ich habe versucht, letzte Woche Dynamite habe ich mir wieder komplett gesehen, um mich ein bisschen einzustimmen, auch auf den Podcast heute. Hab dann den Bericht gesehen von der go Home Show und dachte mir so, nee, das muss du jetzt nicht unbedingt reinziehen. Ähm und äh, hab dann eben gesehen, wie er da halt die Rampe runterfällt, ne? wie, wie, so, wie so ein nasser Sack, so ein riesen nasser Sack, um wieder zurückzukommen. Äh, das, das, die ganzen Elemente sind ganz unterhaltsam, aber wie gesagt, ich kann das trotzdem nicht irgendwie so richtig positiv bewerten. Ich weiß, weiß auch nicht warum. Ne? Die, die, da draußen, denen das super gefällt, ich kann denen das auch nicht vorwerfen, weil äh, ja, das ist, das ist halt. Ich wünsche mir mal, manchmal mehr Sports Entertainment, in Anführungszeichen, oder mehr Unterhaltung bei AEW. Mhm. An der Stelle finde ich es aber irgendwie nicht so richtig. Also nicht, nicht bei FDA irgendwie, weiß auch nicht. Die können das, aber das sollten sie nicht tun. Ich brauche einfach in der tekken Division mal wieder eine Fede. Zwei Banger-Teams gegeneinander und die haben dann einfach großartige Matches, weil das zieht sich ja mit dem Titel jetzt schon länger mit den Guns und auch mit Jeff Jarrett äh, und Jay Lethal und mit Orange Cassidy und Danhausen. Es zieht sich halt dass immer diese gefühlten Übergangs Under bis card Unterhaltungsfäden da sind auch mit Acclaimed die dann, äh, die dann äh, viel Comedy gemacht haben was ja was ich nun echt nicht schlimm finde aber ich brauche mal wieder okay geil holy shit das sind jetzt die zwei geile Teams das ist FTA gegen die Lucha Brothers oder auch ein irgendein anderes Team, muss, müssen ja nicht immer die gleichen sein, aber auch ein anderes Team, wo ich weiß, okay, da kommt jetzt ein geiles Match raus, dann gibt noch nochmal ein geiles Rematch und das wird knapp und dann gibt es noch ein drittes Match und ab geht's. D das ist, das deswegen, Jeff Jared und Jay Lethal sind ein netter Undercard, under mitcard unterhaltungseck den ich auch nicht missen möchte, auf keinen Fall, aber nicht schon wieder. Ne, äh, Ravenswald schreibt es gerade aus, die Open sind jetzt in, genau, aber leider Mark Davis ist jetzt gerade verletzt, Anscheinend nicht so lang, gut für ihn. Und, und dann hast du natürlich mit FTA gegen Aussie Open, alles klar, gib mir. Aber dann gib mir auch. Ich brauche mal wieder so, gib mir, gib mir richtig, gib mir nee, richtig Matches, wo ich sage, holy shit, AW in reinstform in meine Blutbahn. Und, nee, und das fehlt mir, weil das haben wir uns ja erhofft, als FTA die Titel gewonnen hat, dass es jetzt wieder losgeht nach den ein bisschen nicht so ganz großartigen Titelregentschaften und es ist halt dann als erste Titelverteidigung erste große jetzt nicht so das Ding was ich hätte, gerne hätte sehen wollen ich also tippe. parallel kriegst du dann bei, bei der Go Home Show von AEW <laughs> kriegst du im Main Event ein Ring of Honor Tag Team Title Match mit guten Teams drin ja oh, irgendwie wenigstens ja, wenigstens also, hat ja es hat aufgebaut ja, ja. ich verstehe We wenigstens sage ich das soll keine Verteidigung sein weil Ring of Honor noch eine ganz andere problematische Baustelle ist weil das wieder ein Tony Khan Spielzeug ist was er lieb gewonnen hat und dann wieder auf ein Level wie Dark Dark Elevation Rampage Battle of the Belts und so und jetzt hast du Ring of Honor mit 19 Matches eine Show die zwei Stunden und 56 Minuten geht <laughs> Und in dem Moment, wir haben ja alle gesagt, wir warten mal ab, dann Ring of Honor wieder eine, eine wöchentliche Show hat. In dem Moment, wo Ring of Honor eine wöchentliche TV-Show hat, mit, also Online-Show, wie auch immer man das deklarieren möchte, mm. mit diesen, dieser Zeit, die sie sich auch nimmt, fühle ich mich beleidigt tatsächlich, wenn ich bei AW noch einen Ring of Honor-Text im bekomme. Weil das passt einfach das passt einfach nicht für mich. Ich weiß nicht, ob dann soll, das, dann, soll das, dann soll das Match stattfinden, aber ohne Titel. Ah. Das können sie ja machen. Die sind ja alle bei AW. Ja, ja, ich war ein bisschen hart. Gebe ich zu, gebe ich zu. Aber ich störe, ich, 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 störe, ich, störe ich, ich störe mich nicht dran. Ich störe mich nicht dran. Äh, ich sag's aber ich, ich habe null Hoffnung für Collision. Aber zu Collision kommen wir vielleicht nachher noch mal kurz. Äh, ich tippe auch. Äh, ich tippe auf FTA. Ich hab schon ja. äh, 90,2 der Hörer tippen auch auf FTA. Äh, Funny tippt auf FTA. Äh, wir alle tippen auf FTA. Halten es aber nicht für ausgeschlossen, dass vielleicht äh, Uh, Triple J uh, hier was gewinnen können. Franchise, du darfst. Ja, dann nehmen wir doch mal das äh, Unsanctioned match wir, wir hatten ja schon jetzt das Match mit dem Special Referee. Jetzt <laughs> haben wir ein Match mit einem Special Enforcer. Nämlich Adam Cole gegen Chris Jericho. Und wenn du diese beiden Namen hörst, dann denkst du dir: Oh, Special Enforcer, wer könnte das sein? Also, das ist vielleicht einer mit der Ring of Honor Vergangenheit, mit New Japan-Vergangenheit, vielleicht kennen die den alle. Nein. Bei Dynamite am Mittwoch bekamen wir niemand geringeren als Sabu präsentiert. <laughs> Warum? Ja, weil die doch so eine. Die hatten doch, weil die kennen sich von früher. Und hatten da, hatten, die hatten ein Match gegeneinander. Ich hab's gerade geguckt. Eins. <laughs> Eins. Äh, das ging 26 Minuten, das, das hätte ich gern gesehen. 96, das Jetzt ist bestimmt geil gewesen. Jetzt mal abgesehen von der Problematik, die die Personale Sabu mit sich bringt. Ich meine, wir alle wissen um seine Äußerungen auf Twitter ähm, bezüglich ähm, ja, Menschen Allem? afrikanischer Herkunft Allem? und, ähm, und anderen <laughs> andere Dingen, ähm, für die er sich ja auch nie entschuldigen wollte. Ähm, wenn man das mal ausblendet, was schwierig ist in der <laughs> heutigen Zeit, was man auch nicht unbedingt sollte, ist es immer noch Sabu. Und ich frage mich wirklich, äh, wie, was will ich mit dem? Sabu, hat das. Das begreife ich nicht. Warum, und, 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 und Sören fragt mich richtig, warum, warum muss man dann Unsanctioned Match enforcen? <laughs> warum gibt es für Unsanctioned Match eine Vertragsunterzeichnung? Aber nein, kannst ja sagen, das war eine Unterzeichnung, dass die Liability nur noch weg von AW ist. Okay. okay. Also prinzipiell finde ich ja. <laughs> <laughs> es ist ja wohl so entstanden, das hat ja Tony Khan auch gesagt. Die hatten Kontakt. Unser Wort hat gesagt: Ja, ich habe Zeit und Bock, ich würde gerne was machen. Und dann hat sich Tony Khan wahrscheinlich überlegt: Ja, wo packe ich den jetzt dann rein? Ne? In welche Fehde passt er denn? Ja, ne? in die Battle Royale. Nee, macht man lieber nicht. ne? und Cage haben keine Verbindung. Bei den Damen auch nicht. Äh, der Kinder Arena, wo es vielleicht noch am ehesten Sinn gemacht hätte, wobei das natürlich schwierig umsetzbar ist. Ja, da auch nicht. Ja, dann nehmen wir halt Adam Cole gegen Chris Jericho. Äh. Ich möchte noch ein die paar weitere. Ja, pa bitte noch. ergänze die Fede noch, ja. ja. ich möchte noch gerne sagen, Sabu ist 58. Sabu hatte vor sechs Jahren eine komplette Hüfterneuerung hinter sich. Sabu hat kein Match mehr gehabt seit, also seit zwei Jahren, okay. Ähm, Sabu ist ein Wrack? Und äh, warum, warum wollen die Leute denn jetzt noch Sabu sehen? Ja, damit er seinen Triple Jump schieß mich tot zeigen kann. Das kann ich nicht mehr richtig. Und das will ich ich will nicht, dass der 58-jährige Mann da so ein Ding springt. Nein! Nein! Und da, weißt du, was ich bei dieser Fehde dann auch noch nervt wieder? Hey Chris Jericho, ich habe hier eine ein, eine gerichtliche Anordnung, dass niemand von deinen Leuten hier mitkommen darf. Aber hey, Roderick Strong, ich habe auch eine gerichtliche Anordnung, dass Adam Cole nicht da sein darf. Leute, das Letzte, was ich will, ist, dass ihr euch gegenseitig die, die Rechtspapiere um die Ohren haut. Ich, ein positives, Chris Jericho gegen Roderick Strong war ein fantastisches Volkscorn-Anywhere-Match. Das war unterhaltsam, das war rechts unterhaltsam. Und, und dann auch fand ich dann smart gelöst, so, dass die beiden plötzlich draußen waren und Call da stand. Sag ich, okay, da hat sich dann dieser ganze Bullshit für gelohnt. Und Roderick Strong generell, hey, er ist jetzt bei AEW, frei von WWE. Es ist halt immer noch Roderick Strong. Er ist halt ein guter Wrestler, aber davon hat leider AEW 97 äh, auf zwei Shows verteilt plus Ring of Honor, wo er in meinen Augen vielleicht besser hinpassen würde, aber das ist auch wieder nur eine persönliche Meinung von mir. Äh, ja, und dann hast du halt Adam Cole gegen Chris Jericho, okay? Mit viel, dieser, viel der typischen Sports-Entertainment-Tropes auch drin, ne? Mit äh, Chris Jericho, der Adam Cole ankettet, während die Outcasts seine Freundin verprügeln. Oder Adam Cole, der draußen steht und Chris Jericho, der dann die Injunctions zerreißt. Und Adam Cole dann in die Halle reinkommt. Das sind ganz typische WWE-Dinge. Und irgendwie hauche ich das auch nicht wirklich. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ist halt auch Adam Cole. Und Adam Cole ist halt auch, der, der steht halt auf so solche Dinge. Und mit Chris Jericho hast du hast du auch einen perfekten Partner für. Das steht außer Frage. Die beide ergänzen sich da sehr, sehr gut, was diese WWE-Theatralik angeht. Was ich auch wieder hinzufügen möchte, es ist schon wieder ein Stipulation-Match. Jetzt ist Unsanctioned. Es ist wieder Howdy äh, mit Eingriffen von 20 Leuten. Die haben es ja schon prophezeit. Haha, Adam Cole. Ich habe fünf Leute auf meiner Seite. Du hast nur Roderick Strong. Nein, nein, ich habe auch noch Sabu. Also, okay. <laughs> Glückwunsch. Ich will die doch nur Wrestling sehen. Und ja, jetzt kriege ich sie in einem Unsanctioned-Match. Ich habe null emotionale null emotional, emotionales Blut drin. Ich tippe auf Adam Cole, weil es ist eigentlich auch ein Coinflip, weil es egal ist irgendwo, aber Adam Cole steht halt für seine Freundin ein und Sabu ist auch noch da. Er könnte natürlich Heel-Turn, genauso wie Roderick Strong. Würde mich nicht überraschen, wenn der plötzlich auch Heel-Turned. Hey, du hast, hast du nicht gesehen? Roderick Strong ist bei der Vertragsunterzeichnung einen Meter hinter Adam Cole gegangen. Das könnte bedeuten, dass er... Ja, überhaupt und so. Oh Gott, was ich da wieder gelesen habe. Ähm, ja, nee. Uh, Roderick Strong gegen Daniel Garcia war, war ganz cool. Uh, Roderick Strong kann gut wresteln. Hey, wer hätte das gedacht? Uh, ich tippe auf Adam Cole. Ich bin mir immer noch nicht so hundertprozentig sicher, was ich von Adam Cole bei AEW halten soll. Ich gehe aber davon aus, dass er der nächste Number-One-Contender sein wird. Und deswegen tippe ich auch auf Adam Cole. Das hätte ich sonst auch noch ergänzt. Das ist für mich der Hauptgrund, eigentlich auf Adam Cole zu tippen. Weil er die logische Wahl auch danach ist für MJF. Hm. Um ich bin erstmal froh, dass man Adam Cole zum Face geteilt hat. Weil ich hier Adam Cole in dieser Version jetzt einfach schon viel zu lange gesehen habe. <laughs> der, der hat, der, der, den, den, den kenne ich so, seit er Ring of Honor World Champion war. Und das hat sich nichts geändert in den letzten Jahren. Die Leute an seiner Seite waren immer wieder andere. Aber ansonsten war Adam Cole und Adam Cole, was gut ist, aber ich erwarte von einem Wrestler mit den Qualitäten, die er ja ohne Frage hat. Auch dass er sich mal ein Stück weiterentwickelt. Hm. Und das Face-Dasein gibt ihm halt nur eine neue, so ein bisschen eine neue Facette. Auch dass er eben halt jetzt auch für Red Baker einsteht und so weiter und so fort. Das ist ja auch alles ein, ganz nett. Für Cole ist für sowas immer ein dankbarer Gegner. Ich glaube, das war auch, ja, als Wiedereinstiegsfehde für Adam Cole nicht schlecht gewählt. Aber ich bin auch dann froh, wenn es vorbei ist. Ich tippe auch auf Adam Cole. Und ich denke, das Match aber kann ganz cool werden. Also hm. klar, ist nicht dein Ding. An Sanction-Matches. Aber ich glaube, gerade die beiden als Sports Entertainer werden da halt viel und viel reinpacken können. Und ähm, ich hoffe, dass Sabu eine ganz möglichst kleine Rolle spielen wird. Und dann maximal sind Triple Jump Salt oder Triple Kost, Jump irgendwas. Triple Jump Moonsalt, also 58. Aber, aber <laughs> ja, aber wenn die neue Hüfte durch den Tüft durch ist, warum nicht? Ähm, irgendwas irgendwas <laughs> wird er schon machen. Also, weil sonst jetzt ihn einfach auch nicht holen müssen. Ja, Adam Cole gewinnt, denke ich, hoffe ich. Und Chris Jericho braucht den Sieg nicht. Chris Jericho braucht im Prinzip keinen Sieg mehr in seiner Karriere wahrscheinlich. Das ist wohl richtig. 92,7% der Hörer tippen auch auf Adam Cole, genauso wie Funny. Äh, er ist halt Next in Line. Auch wenn das ein sanction Match ist, muss es nicht dar deswegen daraus resultieren, aber fühlt sich halt so an, als, wenn's MJ als wenn er der nächste Gegner von MJF sein könnte. Gäbe es noch Rankings, wäre das vielleicht entscheidend. Ne? Zum Glück gibt es hier nicht mehr. Aber, äh, richtig. Nicht, dass das Booking dadurch besser geworden ist. Hm, vielleicht hätte ich doch lieber, vielleicht, vielleicht wäre das Booking mit Rankings doch, naja, egal. Äh, machen wir weiter mit einem Match, was so ein bisschen auf der Kippe steht: äh, AW Women's World Title Match. Jamie Hater gegen Tony Storm. Jamie Hater wurde in letzter Zeit schon so dargestellt in den Shows, dass sie eine Verletzung hat. Und jetzt kam heraus, das ist echt. Die Dame ist wirklich verletzt. Was bitter ist, weil sie einfach der ganzen Women's Division ja schon. In den Titelmatches einen gewissen eine gewisse Frische verleiht, weil das ein organisches, ein, ein organisch gebautes, eine organisch gebaute division galleonsfigur war. Ähm, wir hatten natürlich ein gutes Match bei bei Fulgier, was äh, Jamie Hater gegen Tony Storm gewonnen hat. Das ist natürlich jetzt das Rematch davon mit unterschiedlichen Ausgangssituationen, weil Tony Storm eben jetzt mal Heal ist, an der Seite von Ruby Soho und Saraya, wo wir bei Revolution ja dieses Three Way Match hatten, was ja mit Jamie Hater, Sareya und Ruby Soho, was ja, ne, war okay. Wir hatten allerdings auch äh, Jamie Hater gegen Emi Sakura bei Rampage, was wirklich fantastisch war. Und, eigentlich, und auch das Jamie Hater gegen Rio war auch gut. Ähm, jetzt erwartet man sich natürlich eigentlich unter den besten Umständen, dass dieses Match awesome werden wird. Leider weiß man halt nicht, wie verletzt die gute Jamie Hater ist. Was ja auch nochmal ein Fragezeichen reinwirft, wie dieses Match ausgehen wird. Und wie schwer ist Jamie Hater tatsächlich verletzt und wie hart ist es gekaifelt, man weiß es nicht so ganz. Man weiß nur, sie ist auch vom Verletzungspech betroffen, wovon AEW derzeit relativ verschont ist. Aber Jamie Hater ist nun mal eine der Schlüsselfiguren. Ich bin der Meinung, dass man aus diesem aus diesem Problem eine ganz, ganz tolle Sache drehen kann. Denn ich tippe hier auf Tony Storm, äh, sage, dass sie den Titel hier gewinnen wird und bei All-In holt sich Jamie Hater den Titel wieder zurück und das äh, vor 70.000 Leuten oder Heimat-Crowd, da gibt's nichts Größeres. Warum denn nicht? Natürlich könnte ich mir auch vorstellen, dass Jamie Hater eventuell sagen könnte, okay, ich, ich bin zwar verletzt, aber halt nur angeschlagen und ich ziehe das durch. Wie ja, auch viele Wrestlers immer gerne machen wollen. Aber warum denn nicht was Interessantes draus drehen? Und Toni Storm hatte leider nie das, hat das Glück, AW Women's Champion zu sein, weil sie war nur Interim Champion. Könnte man damit auch ein bisschen gerade ziehen? Äh, ja. Also ich tippe auf Tony Storm und ich hoffe, dass die Verletzung ein wenig überspielt wurde, damit wir vielleicht trotzdem ein cooles Match bekommen. Es ist halt ganz, ganz schwer einzuschätzen. ne? Wenn das jetzt mit der Verletzung nicht rausgekommen wäre, hätte ich hier klar auf Steam-Hater getippt, mhm. ähm, weil ich in Run noch nicht zu Ende erzählt sehe. Was auch gut ist, da soll auch noch ein bisschen weitergehen. Wie du schon sagtest, der Titelwechsel bei, äh, bei Fulge war es ja, mhm. ähm, hat der Women's Division so ein bisschen Schwung auch verliehen. Man hat ja auch dann erst gedacht, dass es vielleicht irgendwann kommt der Turn Baker, dann sind sie beide face-geturnt ähm, gegen eben die Outcasts. Von denen ich immer noch nicht so richtig weiß, was ich halten soll. Die Grundidee finde ich gar nicht so verkehrt. Ähm, die Umsetzung, gerade Mikrofon, ist mal so, mal so, um es mal nett zu formulieren. Ähm, ich kann ihn mir auch wieder sehr gut vorstellen, dass man das Match am Ende absagt und ähm, einen Interims-Champion krönt. <laughs> Wäre ironisch, wenn das Tony Storm wieder werden würde. <laughs> oh Mann. Ähm, Jamie Hater, ich, ich hoffe einfach, dass sie. Fit ist, wenn es nach London geht. Zum mhm. einen, weil ich sie persönlich selber gerne sehen würde, weil ich sie ja. mag. Und zum anderen, weil es halt einen coolen Moment geben würde. Ob sie jetzt da den Titel verteidigt oder gewinnt, ist erstmal egal. Ja. Ähm, ich tippe hier mal auf Jamie Hater. Mhm. Es ist für mich ein Coinflip, egal ob Verletzung oder nicht, weil sie kann auch den gewinnen und danach vakantiert man den Titel oder was auch immer. Ähm, ich glaube nicht, dass Tony Storm hier den, den Titel gewinnt. Weiß auch nicht, ist ein Bauchgefühl. Okay, kann mich auch komplett täuschen wir haben ja noch weitere zwei unterschiedliche Meinungen denn die Zura tippt mit 80 auf Jamie Hater und Funny tippt auf Tony Storm also haben wir da äh, genau eine Hälfte das Ganze geteilt ich, ich hoffe halt persönlich dass diese Verletzung eher überspielt ist dass dieses Match trotzdem gut wird möchte mir aber natürlich nicht dass sie sich den Arsch aufreißt wenn sie wirklich schwer verletzt ist was auch immer ja, das ist halt schwer einzuschätzen man hat jetzt aber, man hat jetzt das echte reingebracht in die Fäde und dadurch ist es schwer, das Ganze jetzt irgendwie zu genießen. Sollte sie tatsächlich verletzt sein, wir hoffen einfach mal, dass es nicht so schwer ist, wie man es, wie es vielleicht doch den Anschein hat oder gerüchtet war. Richtig, man kann auch mal sagen, der, ihr Match bei Full Gear, ähm, stand noch bei oder steht bei 7,88 Punkten, also was vor einem halben Jahr stattfand. Ähm, also die beiden haben schon bewiesen, dass sie durchaus eine Chemie miteinander haben. Ja, jetzt natürlich andere Voraussetzungen. Tony Storm natürlich mit, jetzt als Heal mit Damen an der Seite, die sicherlich auch versuchen werden einzugreifen. Ich denke, wird es wird noch eine zahlenmäßige Ausgeglichenheit geben, wenn Britt Baker dann sich noch ein bisschen rechnen will und Hikaru Shida auch sich auch nochmal irgendwie positioniert. Und ja. ja, mal gucken. Da ist eine Menge drin. Und normalerweise wäre ich auch sehr glücklich, dass das ein normales Singles-Match ist. Aber da rieche ich eben auch Shenanigans aus all den Dingen wir gerade besprochen haben. Es waren übrigens die beiden einzigen Singles Matches auf dieser Card. ohne Gimmicks und nichts. Cool. Okay, wir haben noch zwei Matches, Franchise. Welches ist denn für dich? Das Match, über das wir jetzt sprechen werden, und damit auch der Main-Event dieser Show. <lacht> naja. <lacht> naja. Es, 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 es gibt ein World Title Match und es mhm. gibt einen Main Event für mich. Okay. Ähm, zumindest, von der, zumindest von der Wertigkeit her, wie ich es wie empfinde. Ähm, und deswegen nehmen wir auch mal das World Title Match zuerst. Mhm. Auch wenn es bei mir in der Tabelle ganz unten steht, aber wir nehmen das AEW World Title Four-Way Match. Das Four Pillars Match. MJF verteidigt gegen Darby Allen, gegen Jack Perry und gegen Sammy Guevara. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie ein World Title Match so wenig gefühlt wie das. Weil es einfach nicht nach World Title-Match schreit. Du hast mit MGF, klar, den größten Heal der Liga und jemand, der auch völlig zu Recht an der Seite steht. Aber die Herausforderer, die hier ihm gegenüberstehen, die. Ich kann keinen davon, sage ich ganz ehrlich, als World Title-Contender ernst nehmen. Am ehesten noch Darby Allen, aber auch nur wegen des Zuspruchs der Fans, die er bekommt. Ansonsten, wenn du so ein Roster hast. Und noch ein Anarchy in the Arena-Match hast, wo wahrscheinlich fünf, vier bis fünf der Teilnehmer bessere Number-One-Contender werden, als die, die wir hier ähm, serviert bekommen, ist es schon sehr problematisch. Ne? Und, und es ist ja auch nicht so, dass der Pay-per-view ansonsten so viel hätte. Ähm, du, wir hatten ja schon zum Beispiel letztes Jahr bei, nee, bei All-out zum Beispiel, gab es im Main Event Kenny Omega gegen Christian Cage. Wo man sich dachte, ja gut, ist jetzt nicht so das ultimative World Title-Match, weil Christian Cage kann man nicht wirklich ernst nehmen als, äh, als äh, Bedrohung auf den Titel. Aber da war die Karte rundherum halt echt stacked. Mhm. Hier hast du ein World Title-Match, was für mich 0,0 Spannung hat, wo, wo der Ausgang so klar ist wie, 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 ja, wie Wasser, was aus der Leitung kommt. Ähm, aber du hast halt auch rundherum nicht so die Riesenkarte. Du hast Glück, dass du noch Energy in der Arena kriegst. Um, was hat was halt Star Power mitbringt und was Geschichte mitbringt und was auch cool werden dürfte, aber das ist für mich als World Title Match eine krasse Enttäuschung. Und auch der Aufbau selbst mit diesem Four Pillars Tournament und so weiter, was man sich da ausgedacht hat, uff. Mit dem Sammy Guevara, der mir plötzlich sympathisch rüberkommen soll, uff. Mit dem Jack Perry, der am Mikrofon immer noch nicht so dolle ist. Boah, nee, also das tut mir leid für MJF, dass er halt jetzt in so einer World hat fehde steckt. Aber das gibt mir irgendwie nicht wirklich was. Davon, aus, äh, davon abgesehen kann das Match natürlich richtig cool werden. Also, dass die vier Männer wrestlerisch eine Menge drauf haben, das steht ganz außer Frage. Das kann, kann richtig, richtig unterhaltsam werden. Aber Spannung ist ja null drin und auch der Aufbau kriegt von mir sogar einen Daumen nach unten tatsächlich. Ich glaube, man merkt ja auch ein bisschen, dass du irgendwann nicht mehr komplett AW verfolgt hast. Meiner würde ich jetzt mal sagen, weil ich stimme dir zu. Diese ganze Turnierscheiße mit Four Pillars und äh, MJF und Sammy Guevara's Fake Freundschaft und sowas alles stimme ich dir 100%, 110 Prozentig zu. Das war grütze absolut. Ich habe schon gesagt, boah, was war eine beschissene Fehde. Man hat in den letzten zwei, ja drei Wochen Gut die Kurve gekriegt, fand ich. Nämlich, dass sie Promos gehalten haben, warum sie die Stützweiler, ne, die besagten Stützweiler der Promotion eben sind. Da fand ich dann auch in diesen Pre-Tapes auch einen Jack Perry nicht schrecklich. Dass der noch eine Menge. Schrecklich nicht, das wollte ich, wollt ich auch nicht sagen. Aber er strahlt halt für mich relativ wenig aus. Ja, aber gerade da auch, dass, dass dann äh, Christian Cage auch für ihn was gesagt hat, fand ich da, fand ich da. Schon, das fand ich schon echt gut. Das hätte man aber von Anfang an machen sollen. Dann eine Woche später haben halt die Leute Matches gewonnen. Gut, dass der eine irgendein Dully-Match gegen, dass Sammy Guevara war, das glaube ich, irgendein Dully-Match gegen den Jobber gewinnt. War jetzt nicht smart aufgeteilt, ja. Aber das hätte ich mir von Anfang an gewünscht. Die gewinnen einfach Matches und sind dann alle ungefähr gleich gut. Da hätte man ja auch dann Rankings vielleicht doch wieder hätte gut haben können. Okay, war davon mal abgesehen. Aber wie man es dann, wie man es angefangen hat, das stimme ich dir absolut zu. Das war. Katastrophe. Ein Four-Pillars-Tournament, wo Darby Allen ein Ball kriegt und die anderen beiden Turnier-Matches mit counter und DQ enden. Was ist denn das? Hallo? <laughs> und dann gibt es ein Tag Team-Match, damit herausgefunden wird, wie das Ganze endet. Und dann gibt es immer noch Can They Coexist auf beiden Seiten gleichzeitig. Also, nee. Und wo ich der. Da, das ist Katastrophe. Und jetzt hat man noch auf Krampf versucht dem Zuschauer zu vermitteln, dass MJFs Regentschaft in Gefahr ist, weil jetzt auch Sammy Guevara in Anführungszeichen face ist und sie den ja alle drei nicht leiden können und deswegen ja MJF so eine große Bedrohung vor sich hat. Boah. Ja, nee. ja aber, aber wenn es die AW nicht vermittelt, wer soll es denn sonst machen? Das mal davon abgesehen. Wir alle wissen, dass das dass da liegen zwischen diesen Wrestlern sind. Aber zumindest AW muss ja versuchen, hier klar zu machen, alles klar. Ähm. <laughs> MJF hat es halt mit drei Leuten gleichzeitig zu tun, der kann den Titel verlieren, ohne gepinnt zu werden. Äh, Was sagt das über die drei Leute aus, wenn die sich voll zusammentun müssen, um MJF zu betreiben? Ja, entwohnen? nicht viel, nicht viel. Ich sage auch, ja. das, sag ja auch nicht, dass es geil ist. Ich sage bloß, dass sie in meinen Augen in den letzten Wochen eher einen Erzählpfad äh, genommen haben, der mich von Anfang an mehr interessiert hätte. Äh, nichtsdestotrotz, MJF gewinnt das Ding ohne Wenn und Aber, ohne Frage, ohne überhaupt, äh, aus, den erwähnten, aus den von dir erwähnten Gründen. Ich finde nett, dass man halt dieses Four-Pillar-Ding nochmal aufgefangen hat. Bloß das Problem ist, dass man sich halt so weit entfernt hat und mittlerweile so viele Leute die ursprünglichen Four-Pillars überholt haben, dass es dann ein, ein, ein Swerf Strickland, ein Ricky Starks, dass sich da einfach neue Leute rausentwickelt haben, die da viel mehr Sinn machen würden. Deswegen. Und ich glaube auch, dass äh, AW weiß: oh shit, damit sollten wir vielleicht nicht all in gehen, no pun intended. Weil das eben nicht mal das finale Segment der letzten Dynamite-Ausgabe war, sondern das war nun mal ein Segment rund um Energy äh, in the Arena. Hm. Also, es ist ja nicht so, dass das nicht sogar ein bisschen Potenzial gehabt hätte. Ne? Also, ne. du, du hattest ja zwischen dem letzten Paperview und jetzt zweieinhalb Monate Zeit. Das ist mehr, als man bei WWE oft bekommt für so eine Fehler, logischerweise, weil die ja auch einen anderen Rhythmus haben, was ihre ähm, Großveranstaltungen angeht. Und wenn du einfach so, so parallel Darby Allen, Jack Perry und Sammy Guevara die letzte Matches gewinnen, ne? Und zufälligerweise, wenn die ein Match gewonnen haben und rausgehen, ist immer das MJF-Promosegment das nächste. Dann kommt MJF raus und die gucken sich gegenseitig an. Und dann baut sich das so langsam auf. Und man merkt so, ah, die sind eine Bedrohung, okay, das, ähm, das wird interessant für MJF. Aber es war ja so, dass es eine Promo oder eine Feier von MJF gab und dann kamen die halt alle raus. Und in dem Moment wusstest du, was passiert. Und da war das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen in dem Moment, ne? weil der einzige, der, also Darby Allen, hat immer eine gewisse Glaubwürdigkeit, finde ich, aufgrund seines, seiner Ausstrahlung. Und Jack Perry hat gerade gegen Christian Cage gewonnen gehabt. Aber Sammy Guevara, kann ich ja gar nicht ernst nehmen. Also sowieso finde ich den maximal unsympathisch. Deswegen finde ich diesen, diesen, diesen angeblichen Sinneswandel auch echt komisch, den er da verzogen hat. Auch wenn er dafür dazu führen wird, dass er wahrscheinlich. Am Sonntag gegen die anderen beiden irgendwie turned im Laufe mm. des Matches. Ähm, weil er ja auch immer noch Mitglied von der Jericho Appreciation Society ist. Ähm, ja. also ich, ich kann ja echt nicht hier Positives dran finden. Ne? Du merkst, was für, was für ein Star MJF ist, weil er einfach so weit über den anderen dreien hier steht, finde ich. Mm. Und du merkst immer noch, was für ein Potenzial Darby Allen halt auch hat. Ähm, aber das kommt jetzt auch einfach zu früh. Vielleicht wäre das das Richtige gewesen für, für All Out oder so, mit ein bisschen mehr Aufbau. Und dann hätte man hier noch was anderes gemacht mit MJF. Es war, es ist natürlich auch so eine Situation gewährt, alle drei haben gesagt, ich bin der Number One Contender und normalerweise sollte das so organisch kommen, dass alle Zuschauer sagen, der ist der Number One Contender. Und ob Optimalfall sagen halt alle Leute, ey, die drei sind irgendwie die Number One Contender. Und dann ist das, wie du schon gesagt hast, du hast innerhalb von kürzester Zeit ein viel organisches Szenario aufgebaut. Und das halt halt, hat halt null. Null gefühlt. Niemand irgendwie. Ja. Ich tippe auf MJF. Die Zuhörer tippen mit 97,6% auf MJF. Wir haben einen Darby Allen-Tipp hier. Funny tippt auch auf MJF, ne? Ja, klar. Und wir alle tippen. Tippen. wir alle tippen auf MJF. Jo, dann kommen wir zum Main Event. Zumindest zum, zu dem Match, wo ich storyline-technisch einfach fast gar nichts gegen sagen kann und will. Das ist für mich das, was die, die, die Shows auch getragen hat. Uh, und, und uh, generell ja auch mit Historie gefüllt ist, dass du damit ganze Bücher schon füllen könntest. Uh, der Blackpool Combat Club. Brian Danielson, John Moxley, Claudio Castagnoli und Wheeler Utah gegen die Elite. Kenny Omega, Matt Jackson, Nick Jackson und Hangman Adam Page. Junge. Ja. Uh, yeah. Ist nun mal eine, mit den Teilen auch sowieso schon lange... Aufgebaute Fehde, Adam Page und Claudio und Danielson sowieso mit Omega und alle untereinander bei der Elite ja auch. Und äh, gute Matches dazwischen, natürlich, mit Adam Page und John Moxley und John Moxley und Kenny Omega am Cage. Und ja, das ist es halt. Das will ich sehen. Das ist ne, acht gute Leute. Die, gute bis beste Leute. Anarchy in the Arena. Ich habe fälschlicherweise aufgrund der ganzen Gimmick-Schwachsinnsnamen gedacht, dass das Stadium Stampede wäre. Mein Fehler? Nein, Anarchy in the Arena ist einfach, wir brawlen einfach überall. Hey, ein weiteres äh, wildes brawling Blood match Ist ja nicht so, dass das Four-Way-Match um den aw world title auch no DQ wäre. Ähm, aber das wird. Äh, letztes Jahr war es eines der besten Matches des Jahres irgendwo. Sicherlich, egal wem du sagst, der listet es anders auf. Und äh, hier wird es auch wieder so sein. Das, 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 ist, das ist es halt. Das, das ist AW, dieses Ding. Und äh, das, davon will ich mehr. Und nicht diese andere. Ich sage ich so, wie es ist. Wenn ich darüber rede, sage ich, gib mir davon mehr Matches und weniger FTA gegen Jeff Jarrett und Jay Lethal oder MGF gegen Four Pillars, sondern den, den, den Kram hier. Das, das ist es. Da, da, das ist mein... Highlight, mein, mein Highlight und mein einziges richtiges Highlight dieser Show tatsächlich auch. Ja, also dieser Pay-Per-View und AW kann froh sein, dass sie diese Phase gerade haben. Weil ansonsten, oh, mein Fazit wahrscheinlich deutlich schlechter auf, äh, ausgefallen am Ende. Ähm, ja, die, die, die Männer, die hier ähm, vertreten sind, sind fantastisch. Die Story gefällt mir zu 90 Prozent. So ein paar kleine Sachen, wo ich nicht ganz so ähm, ja, wo man, wo man auch ein bisschen nitpicky ist, einfach, ne? Was war das Ganze mit Takesh dazwischendurch, ne? Der Zeitpunkt des Turns von Don Callas war irgendwie komisch gewählt, finde ich. Uh. Ähm, aber auch das, aber auch das, aber auch das lasse ich noch, ähm, sag ich mal, ja, ne, ja, was einfach so kurz im Happy war, ne? Und jetzt ist Anarchy in der Arena und gleichzeitig müsste sich aber Kenny Omega eigentlich noch Gedanken machen über Don Callas. Mhm. Das läuft, finde ich, ein bisschen unglücklich so nebenbei, ähm, ah, oder Parallel. Ah, ich glaub, kann, äh, kann, kann, kann aber natürlich auch entscheidend sein für Sonntag, ne? Ohne Frage. Ähm, ja, ähm, ich finde den, den Hiltern des ähm, Blackpool Comet Clubs, den hat man perfekt umgesetzt. Ich finde Daniel Bryan so als, als Orchestrator. Hinter, äh, also Daniel Bryan ist ja so ein bisschen der Stratege hinter der Gewalt. Äh, Claudio, äh, Wheeler Utah und äh, John Moxley führen sie aus und Moxley erklärt sie dann im Nachgang nochmal. Ähm, das ist schon alles, alles ähm, ziemlich cool. Uh, und die Elite, also der Moment, als dann Adam Page rauskam, ne, das war natürlich auch, das war genau das, das ein Moment und der war einfach so cool und der ja. war a long time coming. Einfach aufgrund auch der, der Historie, die er ja mit John Moxley auch hat, die er beim letzten Perview auch ge, ähm, ja, geendet, gemündet ist. Deswegen, ähm, wird wild. Anakin in the Reader war beim letzten Mal schon eine, eine ziemlich coole Sache. Wie es gesagt, nicht so dein äh, Cup of Tea. Ich kann da aber sehr viel rausziehen. Gerade bei den Männern, die hier vertreten sind, äh, wird das ohne Frage fantastisch werden. Ähm, die Frage ist halt noch, wer gewinnt. Weil da bin ich mir tatsächlich recht unsicher. Ähm, eben aufgrund dessen, dass Don kellys und auch Takesh da so ein bisschen als, ähm, ja, über dem ganzen schweben und noch ähm, ja, passieren könnten bis zum gewissen Kreis. Ich weiß ja nicht, ob Don Kallis irgendwie dann langfristig zum BCC kommt oder auch nicht. Oder? Da, bin ich mehr, da bin ich zu wenig drin, um mir darüber ernsthaft Gedanken machen zu können, tatsächlich. Aber äh, umso, ja, umso un... Vor genommen, da kann ich hier rangehen, weil ich auch einfach nicht weiß, wer hier gewinnt. Und das ist eigentlich auch immer eine schöne Ausgangslage. Das ist eben das, was oder genau das, was mir halt beim World Title Match zum Beispiel fehlt. John Kellis ist ja, als er geturnt ist, dann auch rausgerannt und hat wohl mit wem telefoniert. Und man weiß ja auch nicht, wer es da ist. Man weiß ja auch, dass Will Osprey äh, am letzten letztes Wochenende jetzt auch im Land, also vor allem Dingen Richtung Westküste so war. Und war da, war da, war da. ne? Also, ich, das, das Einzige, worauf man ja hier spekulieren kann, neben Don Callis ist ja auch noch mit Wheeler Utah so, dass ein bisschen als schwächeres Glied in der, in der Blackpool Combat Club-Kette äh, irgendwie jetzt dargestellt wird, weil er auch für, den, für, für die Niederlagen in Anführungszeichen verantwortlich war und Brian Danielson ja auch gesagt hat: ey, pin ihn richtig, so am Kommentar. Also, das lässt natürlich in beide Richtungen wieder hoffen, okay, vielleicht gewinnt er deswegen jetzt das Match und holt sich noch mal die Lorbeeren hier ab oder nicht. Das ist wirklich ein hart, harter Coinflip. Ähm, es ist, ich, ich würde sogar sagen, es ist egal, wer gewinnt, weil das ist nicht ausschlaggebend hier. Ausschlaggebend ist es, dass John Moxley hat versprochen, dass es das blutigste ever werden wird und äh, bitte nicht, weil dann laufen die Leute aus. <laughs> das muss auch nicht sein. Ich chippe einfach mal weil ich auch nicht ausschließen möchte, dass, er, dass, dass Kenny Omega und Adam Page sich vielleicht auch nicht so hundertprozentig grün sind. Äh, ich tippe erstmal auf den Blackpool Comic Club an dieser Stelle. Das da gehe ich das. sogar mit. Okay. Es ist, wie gesagt, wie du sagst, ein Konflikt, aber irgendwie würde dem Blackpool Comic Club mit ihrer neuen Attitüde diesen Sieg ganz gut stehen, finde ich. Mhm. Also dann hätten sie noch mehr, worüber sie oder womit sie angeben könnten. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass vielleicht, ich weiß gar nicht, in welche Konstellation man dann vielleicht auf die tech titles geht. Also jetzt FTA gegen Brian und Moxley würde ich nehmen, zum Beispiel. Finde ich ganz geil. Ähm, weil FTA gegen die Young Bucks zum Beispiel hatten wir ja schon. Deswegen glaube ich daran nicht so wirklich. Wäre ähm, mögliche Route, die man einschlagen könnte. Aber. Auch wenn die Elite hier gewinnt, dann hast du halt dieses, dieses strahlende Bild, wie sie alle Seite an Seite stehen zusammen mit Adam Page. Kann genauso gut passieren. Ähm, aber für mich, wie gesagt, ist Don Callis halt noch über allem. Und dann kannst du auch direkt danach was mit ähm, Kenny Omega und ihm machen. Wer auch immer an seiner Seite steht, ob es jetzt Will Ospreay ist oder Takeshita oder mit wem auch immer er da telefoniert hat. Ähm, werden wir ja noch sehen. Vielleicht schließt er sich auch J. White und Just Robinson an. Wir wissen, wir, wir wissen es nicht. Wir werden sehen. Ja, äh, na, vielleicht äh, Turn Takesh da auch und Kota Hibushi kommt raus. Ähm, was Markus gerade eingewendet hat. Zieh deine, zieh deine Hosen wieder hoch, Florian. ja Sorry, ist okay. Hier, ich kann es jetzt machen, weil die Kamera nicht anders. ist. Ähm, Markus schreibt gerade, es ist Super Strong Style 16 am äh, Wochenende beim Progress. Also ist er nicht im Land, was, ich, was das Ganze schwerer macht, aber nicht unmöglich, weil Wrestling macht und Will Ospreys nuts Also weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich eher nicht. Gibt aber genug anderes Material. Die Zuhörer tippen mit 53,7% auf die Elite. Und das tut Funny auch. Wieder 50-50 Booking -50 bei uns hier. Ja. Okay, das war Double or Nothing. Boah, äh, eine Menge. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich das letzte Mal so nicht gehypt war auf eine AW-Show. AEW ist derzeit so fahrig, was das Booking angeht. Man hat wenig Ahnung außerhalb der grandiosen Blackpool Comic Club Elite-Fäde, wo das Ganze überhaupt hingehen soll, egal mit wem. S ne, alle, die die im, in dieser Battle Royale drin sind, können ja ein Liedchen davon singen, weil das sind mehr oder weniger die Opfer von Booking, was entweder fahrig oder nicht vorhanden ist. Und gleichzeitig setzt man auf irgendwelche Pferde, auf die ich persönlich vielleicht nicht setzen würde. Und dadurch kommt dann sowas wie Jet Carge gegen Tyre Valkyrie oder diese Ethan Page-Geschichte raus. Äh, da, da es fühlt sich so an, als wenn Tony Khan schon auf alles nach Double or Nothing hinguckt. Der Mann hat auch viel auf seiner Platte. Möchte ich gar nicht sagen. Aber das kann keine Entschuldigung sein. Es sind nicht so viele Leute verletzt. Kann auch keine Entschuldigung sein. Das Pro Produkt ist in meinen Augen einfach gerade nicht gut. Man hat jetzt zwei ziemlich geile Dynamite-Ausgaben, weil man wieder besseres Wrestling gezeigt hat, was immer noch die Stärke von AW ist. Aber wenn sie das nicht zeigen, dann merkst du halt auch ganz stark die Lücken, die AW. Im erzählerischen Bereich hat. Und du siehst es, du siehst es an, den, an den Wertungen, wenn AW zwei geile Matches raushaut, dann ist wieder hammermäßig bestes Dynamite ever. Und wenn, wenn das AW nicht macht, dann, ne, dann siehst du halt, wie krass die Wertung schon wieder nach unten geht. Und darauf beruft sich AW derzeit einfach nicht. Und das ist halt schade. Und das merkt man auch an diesem Pay-Per-View. Was ich allerdings auch sagen muss, und das hat sich AW erarbeitet, aw pay per sind fast immer awesome. Und diesen Vor Vertrauensvorschuss gebe ich dieser Promotion einfach. Es kann naiv sein. Na klar, es gab auch schon den ein oder anderen schlechteren AW-Pay-Per-View. Und diese Card, wenn ein AW-Pay-Per-View mal vorausgesagt schlecht werden sollte, außerhalb des Blackpool Combat Club Elite Match ist auch hier das Potenzial da, sage ich einfach mal so. Aber, wie wir es früher bei TakeOver auch gesagt haben, ey, wird eine oh, awesome Show. Und das hoffe ich ja auch. Die Stärke des Pay-per-View-Aufbaus hatte AW einfach noch nie. Und irgendwann muss man auch mal sagen: Ja, das ist einfach nicht das, wofür AW steht. Aber hier merkt man halt, es ist erst recht nicht das Ding von AW, derzeit zumindest. Und deswegen hoffe ich einfach, dass äh, der Pay-per-View gut wird. Und dass man dann in den Sommer gestärkt reingeht und das, was dann AW alles tatsächlich plant, auch mit der Hälfte neuem Roster, die jetzt plötzlich alle wieder da sind und am Samstag auftreten. Auch weil das ein anderes Problem ist, aber da kommen wir später vielleicht nochmal kurz zu. Ähm ich hoffe, dass der Pay-per-view gewohnt gut wird, aber ich habe derzeit ein so niedriges AW-Interesse wie noch nie. Kann ich komplett zustimmen. Ähm Wenn ich auf die Card gucke, dann habe ich das Anarchy in the Real Match, was halt einfach ein wildes Brawlfest wird. Dann habe ich das World title -Four way match was, was finde ich, wrestlerisch sogar noch das meiste Potenzial hat. Da habe ich noch Adam Cole gegen Chris Jericho, was ein cooles Sports Match werden kann. Und Ansonsten kann ich nicht sagen, dass ich mich auf irgendwas wirklich freue. Und und das ist also ja, es kann AEW-like oder Takeover-like, wenn man es damit vergleichen möchte, werden. dass es äh, ist ein Pay-per-view, ist gut. Aber das sehe ich hier tatsächlich irgendwie nicht. Also das ist also, ich kann auch wie du nicht sagen, wann ich das letzte immer so wenig Vorfreude auf den aew Pep view hatte. Aber selbst wenn ich gesagt habe, ich war in den Shows nicht drin und das Booking war nicht so, da habe ich eine Karte gesehen, wo ich dachte, boah, das sind viele Banger auf jeden Fall wrestlerisch. Aber du hast ja gar nicht so viele Wrestling-Matches gegeben. Das haben wir auch schon analysiert. Ne? Du hast zwei Singles-Matches, sind die beiden Damen-Matches. Das eine schreit schon, nicht so gut zu werden und das andere ist halt, da hängt halt eine Verletzung womöglich drüber. Und selbst dann, wenn das so wäre, muss man ja auch sagen, dass bei aew jetzt die Damen-Matches nicht diejenigen waren, die hervorgestochen haben. Und das alles kombiniert, lässt mich halt ziemlich, ja, vorfreudearm Richtung äh, Sonntag blicken. Ich weiß jetzt schon genau, dass ich mir diesen Papier nicht live angucken werde. Ich habe ja auch bisher so gut wie jeden AEW-Papier gekauft. Das werde ich bei Double or Nothing nicht tun. Das weiß ich jetzt auch schon. Und das sagt für mich auch schon viel aus darüber, was da gerade so vor sich geht. Ich hoffe, die kriegen die Kurve. Ähm, nicht nur, weil es generell für AEW gut wäre und für das Wrestling gut wäre, sondern weil ich ganz egoistisch auch an All-In denke. Und <laughs> ich, ich hätte gerne bei All-In eine bessere Karte, wenn ich in London bin, als das. Mhm. Ähm, sehe ich aber auch mal positiv hingegen. Hier ist Tony Khan irgendwie in so ein Loch gefallen. Ich weiß nicht, ob es wirklich damit zu tun hat, dass er jetzt auch noch Ring of Honor Bocken muss. Man sollte ihm vielleicht sagen, dass er nicht jede Woche bei Ring of Honor unbedingt zwölf Matches machen muss. Das reicht ganz, auch fünf. Ganz ehrlich, er buckt ja nicht zwei Ring of Honor. Er stellt Matches zusammen und dann hat er Dinge, die, die in, in anderen Ligen nicht als Fäden durchgehen würden. Also, ich habe aufgegeben, Ring of Honor zu gucken. Und wenn ich das sage, dann sollte das schon was bedeuten. Also, bin ich raus. Es ist Dark. Und Dark ist jetzt weg, also gibt es jetzt Ring of Honor. 19 Matches. Ich glaube, es hackt, ey. Ja, und man kann nur hoffen, dass es wieder ein bisschen besser wird nach diesem Pay-Per-View. Das habe ich aber jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Und bis, also, wie gesagt, ich wurde zuletzt dort doch, doch sehr enttäuscht. Ähm, jetzt kann man mir vorwerfen, ja, du guckst ja auch nicht alles, also kannst du gar nicht alles beurteilen. Das, das ist durchaus richtig. Aber wenn ich aufgrund des Lesens von Berichten auch einfach nicht animiert bin, dazu zu gucken, das ist halt irgendwie so ein bisschen mein Maßstab, ne? dass ich halt sage, ich, ich, ich suche mir immer schon das raus, wo ich sage, wo ich lese, oh, das ist gut oder das ist eine coole Promo, ein cooles Match. Um, aber es ist halt nicht sehr viel gewesen in letzter Zeit. Wie gesagt, die Blackpool Comic-Story ist fantastisch. Um, da gibt es gar nichts. Und Christian Cage-Promos sind cool. Jeff Jarrett ist ein witziger Act, aber ich hab, ich, ich, AEW war schon mal um Welten besser. Um, und ich hoffe, da kommen sie wieder hin. Double Nothing kann ein cooler Event werden. Ich hoffe auch, so, dass es ein cooler Event wird. Da will ich will ich auch gar nicht unnötig negativ klingen. Aber ich habe eine gewisse Skepsis leider schauen wir mal, wir gehen noch mal kurz auf eure Wertungen ein. Wir haben euch gefragt, wie hoch ist eure Vorfreude auf den Event? Und da kommen wir auf einen Wert von 6,48. Das ist an ja etwa dasselbe Level, was die letzten auch hatten. 6,73, 6,61, 6,43, 6,49. AW macht keine großartigen Pay-per-View-Aufbauten. Das ist jetzt schon der vierte Pay-per-View in Folge. Alles davor war im Achterbereich. Also das ist ein Trend, muss man auch sagen. Ähm, welches Match freuen sich die Leute am meisten? Was denkst du? Mit wie viel Prozent ist es, das äh, Anarchy in the Arena Match? 81. 68. Nur noch 17 Prozent, das Fourway match 7 Prozent sagen noch Adam Cole gegen Chris Jericho. Das ist dann doch ein bisschen geteilt. Plan zu Double or Nothing live zu gucken. 51 Prozent sagen komplett im Nachhinein. 22 Prozent sagen live. Kommt natürlich bestimmt zu Gute Pfingstmontag. 20% sagen, ausschnittsweise im Nachhinein. Und wir haben auch ja, 7,3%, die sagen, nö, ich gucke das den gar nicht. Da ist AW ein bisschen verloren gegangen. Und das sieht auch das Hype-Level so ein bisschen vor. Wir sind bei 6,45. Auch das reiht sich nahtlos in das ein, was wir in den letzten Monaten hatten. Vor den pay views 6,71, 6,30, 6,13, 6,46. Nach den pay views 8,04, 7,71, 7,79. Gucken, ob man diesen Trend weiterhalten kann, dass der Pay-Per-View danach ein gutes, ein gutes Gefühl zumindest hinterlässt. Jetzt ist doch ein, eine Handvoll von Kommentaren von euch. Hoffentlich ein Auftakt für einen geilen Sommer. Vielleicht die schwächste Pay-Per-View-Card jemals bei AW. Aufbau wieder zwischen Juhu und, naja. Äh, wer braucht schon Bobby Fish, wenn man Sabu haben kann? <laughs> And I mean, folks, where's the lie? Großartig. Äh, auf dem Papier interessiert mich der pay view weniger als jeder andere bisher, aber hinterher wird er mich wahrscheinlich trotzdem gut unterhalten. Und ja, ein tragischer Kommentar. Hater gegen Storm wird so ballern. Ich hoffe, es wird es. Ich hoffe, die Verletzung wird das Ganze nicht runterziehen. Kommen wir zu Night of Champions, würde ich sagen. Denn auch noch WWE auch noch ein Pay-Per-View aus dem wunderschönen Saudi-Arabien, aus dem Jeddah Superdome. Und alles steht natürlich, wie Night of Champions sagt, unter dem Titel, dass alle Matches Titelmatches sein werden. Oder halt auch nicht. Äh, wir haben zwei normale Singles-Matches bei der Show und fünf Titel-Matches natürlich, wo der neue äh, wo der neue WWE World Heavyweight Champion herausgefunden wird. Erstmal vorher, dein, dein Gefühl, deine Meinung, deine Einschätzung zur WWE derzeit? Wie bist du so drauf? Nach Backlash und äh Es ist okay. Ich glaube, man hat nach dem Draft noch nicht so richtig den... So richtig den Groove gefunden und noch nicht so richtig, äh, ja, einen Weg gefunden, wo man hingehen will. Das merkst du auch an dieser Stelle ähm, oder diesem, bei diesem Pepe an vielen Stellen. Ne? Da gibt es genug Titelmatches, wo du sagst: äh, eh, warum? <laughs> Aufbau? Irgendwas? Hallo Natalia. Ähm, <laughs> aber ich, momentan ist es halt trotzdem so, dass ich da vieles noch mit weggucke, weil es für mich irgendwie, die WWE macht wenig, macht wenig falsch. Und, und das ist eben das, wo ich sage, ich habe nicht so viel zu kritisieren. Ich habe auch nicht so viel zu loben. Also, momentan ist zum Beispiel bei WWE nichts auf dem Level von Elite und Blackpool Combat Club. Wo ich lange Zeit gesagt habe, zum Beispiel, es ist bei AW nichts auf dem Niveau von Roman Reigns und Sami Zayn. Das ist jetzt ein bisschen umgekehrt. Also, die, 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 die Amplituden sind einfach nicht so sehr ähm, gegeben nach oben und nach unten. Mhm. Ähm, es, ist, es ist okay. Aber ich glaube, das ist gerade Richtung Money in the Bank und Richtung SummerSlam, da bin ich einfach gerade zuversichtlicher, dass es da wieder ein bisschen nach, nach oben geht. Wie ist es bei dir? Ja, gute Frage. Ich, ich gucke es ja nicht mehr. <laughs> Nein, also ich, ich fühle das so wie du. Ähm, auch wenn ich natürlich so bei diesem ganzen WWE World, turnier, World Heavyweight turnier ein Heavyweight Title Tournament den Kopfschüttler einfach, wenn selbst ein AJ Styles sagt, ja, wer das nicht als Trostpreis sieht, der hat halt keine Ahnung, sagen wir es mal so. Und gleichzeitig... Lügen. Ja, er sollte lügen. <laughs> ähm, gleichzeitig ist Roman Reigns eben positiv. Nicht in einem, in einem anderen Titelmatch, um halt das andere Titelmatch auch noch zu überstra überstrahlen. Gleichzeitig aber in einer Position, wo er die gleiche Situation schaffen könnte, wie man sich mit dem WWE World Heavyweight Title geschaffen hat. Nämlich, der Mann wird dann noch weniger auftreten können... In, äh, und, und der Titel ist wieder weg, quasi. Also müsste man sich wieder ein zweites Set Titel schaffen. Hm. Und ja, man merkt, Saudi-Arabien View gerade im Damenbereich, auch wenn natürlich das Raw Women's Title Match sicherlich fantastisch wird. Aber das ist ja jetzt mehr so, was ist übrig von, 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 äh, von WrestleMania, quasi. Ja. Du hast drei, drei du hast drei Damen-Matches, also drei von sieben Matches und Damen Matches. Das ist, äh, die WWE wird es wieder verkaufen als großes Statement. Ein äh, großes Statement ist auch, dass die Damen auf den Pay-Per-View-Grafiken äh, schon komplett angezogen sind. Ähm, wie sie das eben auch in Saudi-Arabien sein müssen. Ähm, du, Be auch wenn Becky Lynch gegen Tr Trish Stratus cringe to the max ist, ja, äh, ist es trotzdem eine Fehde, die, die halt aufgebaut ist. Uh, da muss man auch sagen. Ja. Also, ja. Ne? also, das ist wenigstens etwas. Ja, dann gleichzeitig hast du. Ja, kommen wir zu den einzelnen Matches am besten. Äh, Franchise. Worüber möchtest du als erstes sprechen? Oder was möchtest du als erstes reden? Ja, nehmen, nehmen wir doch gleich mal ein Einzeldarm-Match. So nehmen wir doch mal eine Talia. Ja, gut. <laughs> Real <Wer> Replay gewinnt. <laughs> die fertig. Wieder, die <laughs> mal wieder ein Titelmatch bekommt. Warum auch immer. Äh, ja. Real Ripley verteidigt den SmackDown Women's Title, <laughs> den sie ja bei Raw trägt. Ja. Ja. Ja, Punkt. Sie verteidigt. Dieses, das wollte ich damit sagen. Dieses Match fällt damit zusammen. Ja, Rhea Ripley ist Rhea Ripley und Natalia ist Natalia. Das erklärt alles und Rhea Ripley gewinnt. Ende. Ja. Also, Ä äh, ich, ich habe jetzt schon äh, die ersten Stimmen bei Twitter gelesen, was man nicht tun sollte oftmals, weil man oft mit dem Kopf schütteln muss. Egal in welchem Bereich des Lebens du Twitter aufschlägst. Ähm, Politik, Sport, Wrestling. Es ist immer äh, viel zum Kopfschütteln da. Ähm, habe ich schon gelesen, dass ja Rhea Ripley. Ähm, oder dass der Title Run schon vor uns wäre von Rebel Play. Yes. Ähm, ja, was ich null verstehen kann, weil sie hat die Titel gewonnen bei Wrestlemania Dominant, hat dann eine ganz coole Fehde mit sie wieder gehabt. Und ja, hat jetzt halt Richtung Night of Champions nicht so viel zu tun gehabt und kriegt jetzt halt dann Talia vor die Flinte. Äh, ja, aber auch den Titel wird sie, den wird sie verteidigen. Und zwar klar verteidigen gegen den Talia. Und danach wäre ich auch schon dankbar, wenn sie eine richtige Fehde bekommt, mit einer glaubwürdigen Gegnerin. Ich glaube, Richtung SummerSlam. Wenn Becky Lynch frei wird, wird es Becky Lynch. Wenn die bis SummerSlam gegen Truth fehlt, muss man sie was anderes einfallen lassen. Um, aber da, da habe ich zum so Beispiel Bock drauf, ne? Und äh, Rare Ripley hat immer noch ein, ein großes Standing. Und das wird sie auch hier beibehalten. Aber Becky Lynch ist doch bei, bei Raw. Und. Ja. Und Rare Ripley. ist. Auch. Ja, aber als SmackDown-Rummel-Ship. Oh Gott, ey. Fuck that. Um, ja. 100% der Zuhörer tippen auf Real Replay und äh, diese 100% stimme ich zu und Fanny auch und holy shit. Ja, gut. Machen wir weiter. Ein ähnlich äh, getaktetes Match. Gunter gegen Mustafa Ali. Äh, Gunter ist Gunter. Mustafa Ali ist Mustafa Ali. Das Match könnte sicherlich besser werden, aber lassen wir uns nichts vormachen. Mustafa Ali wird athletisch in die Faust von Gunter springen und ja, 100% der Zuhörer tippen auf Gunter. Gu Gunther ja, lacht, lacht sich darüber kaputt, dass Mustafa Ali da steht und da hat er auch noch recht. Also, was willst du denn dazu sagen? <laughs> es ist ja ganz nett, dass man Mustafa Ali ein neues Gimmick gegeben hat. Ich finde es ein bisschen goofy äh, und kann dem noch nichts abgewinnen. Ähm, dass er jetzt, sage ich mal, in seiner Region in Anführungszeichen das Titelmatch bekommt, ist ja auch ganz nett. Ich glaube, egal wie du hier hättest gegen Gunther gestellt, man, hätt, man hätte ihm nicht viele Chancen zugerechnet. Deswegen ist das okay, wenn du Style of Champions net, so, also wenn du sagst, okay, da wird halt dieser Titel verteidigt und Gunther kriegt einen Gegner und dann wird es ja halt Mustafa Ali, gehe ich damit konform. Aber wenn ich dann eben mitbekomme, dass der United States Titel anscheinend nicht bei diesem Event ist, dass der Women's title Titel nicht bei diesem Event ist, dass Roman Reigns nicht, dass sein Titel nicht verteidigt, dann ist diese Erklärung, es muss ja ein Titelmatch geben, nicht da. Und dann musst du auch eigentlich nicht Gunther gegen Mustafa Ali bringen. Deswegen. Ja. Ich, ich, Es ist unnötig. Es ist eine Übergangstitelverteidigung. Ich hoffe, Mustafa Ali kriegt ein paar schöne Spots. Andererseits bin ich aber auch der Meinung, Gunther sollte sich hier nicht viel Luft dran lassen. Weil das würde seinem Standing, ich will nicht sagen nicht gut tun, aber es würde nicht passen, wenn er sich hier abmühen musste an Ali. Hätte man dann nicht lieber Matt Drill nehmen sollen? Weil der ja sowieso schon gegen Gunther angetreten ist, im Sixman. Wahrscheinlich möchtest du Matt Riddle nicht so opfern. Hm. Weiß nicht. Du hast doch bei, ähm, bei WrestleMania Drew McIntyre und James dann vor sich geopfert. da ja. Du ist richtig. Gunther ist halt fucking guter, ne da, da verliert halt jeder gegen, außer Roman Reigns vielleicht derzeit. Ja, näher. Ja, es ist schön, dass man Mustafa Ali den Spot gibt, aber wer hat da irgendwas von? Also, das, deswegen. Näher. Nee, Gunther gewinnt. Tippen alle selbst Mustafa Ali tippt darauf, dass Gunter gewinnt. Selbst Mustafa Ali's Mutter würde darauf tippen. Hm. Ja, glaube auch. Ja. Dann arbeiten wir uns mal ein bisschen die Karten. Nee, du darfst. Ich hab, äh, ich hab, du darfst. Bitte. Ja, dann nehmen wir doch mal. Dann nehmen wir doch mal das Singles-Match zwischen Becky Lynch und Trish Stratus. Was ihr seid. Wochen aufgebaut wird, nachdem Trish Stratis Second Turn ist gegen Becky Lynch, nach ihrer gemeinsamen Niederlage um die Women's Tag Team Titles, wo man sich auch mal fragen könnte, wo ist ein Liter? <laughs> ähm, aber es ist vielleicht ganz gut, dass ja keine Rolle spielt. Ich fand die, die ersten Promos von Trish Shredders in Richtung Becky Lynch ganz nett. Ähm, Tris Shredders ist halt auch ein richtig guter Heal, hat das auch auf Social Media ganz gut aufgespielt, nämlich ne, mit solchen Plakaten, ne? Becky Lynch Mist und so weiter und so fort und war, war ganz witzig. Die Vertragsunterzeichnung jetzt bei Raw, die hat Becky Lynch gerettet, weil da war Trish ist nicht sehr gut, nicht sehr souverän. Ähm, vom Match selbst erwarte ich mir nicht allzu viel. Trish Stratis war mal, ich will nicht sagen, sehr gut, weil es halt schwer ins Verhältnis zu setzen ist, weil du mit heutigen Maßstäben Trish Stratus nicht messen kannst. Ähm, sie hatte mal ein cooles Match gegen Charlotte Flair bei, äh, beim SummerSlam vor ein paar Jahren. Ähm, auch Becky Lynch kann aus Trish Stratus sicherlich ein ansehnliches Match rausholen. Aber zu viel erwarte ich mir dann auch nicht. Und der Ausgang ist halt für mich stark davon abhängig, wie es weitergeht. Ich habe halt schon von einer Trilogie von, von Matches gelesen, dass das Ganze bis SummerSlam gehen soll. Kann ich mir irgendwie schwer vorstellen? Ich weiß auch nicht warum. Ähm, aber ich könnte mir schon Rematch in London vorstellen, zumindest. Ähm, und deswegen tippe ich hier einfach mal auf Trish Stratus. Ich hoffe, das war's. Ähm im Gegensatz zu dir nehme ich dieses feel nicht ab. Äh, was ich gesehen habe von ihr, wie ich vorher sagte, cringe to the max. Keine Ahnung. Nehme ich einfach nicht ab. Nehme ich aber auch wahrscheinlich nicht ab, weil sie halt fertig ist mit ihrer Karriere und jetzt nochmal irgendwie ein weiteres, ein, ein weiterer Das ist wie mit Edge. Das ist dasein nehme ich mit, habe ich mit Edge auch nicht abgenommen. Äh, da war aber Spooky noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr und das hat mir noch ein bisschen besser nicht gepasst. Ja, bitte? Umso mehr müsste man Christian Cage loben, weil dem nimmt man's ab. Und der hat, ist ja in einem ähnlichen Stadium seine, ja, seine Karriere. Aber der hat nicht das Ganze beendet, sondern er ist gegangen zu einem Zeitpunkt, wo er seltener aufgetreten ist. Und dann war halt bei. Oh, e da doch. Hatte er seinen, oh. war, der, Er hatte seine Karriere zwischendurch schon beendet gehabt. Hatte er. Ist er Hall of Famer bei der WWE? Nein. Nein, aber das er hatte ist, seine Karriere beendet. Beendet, beendet? So, 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 so. No, no, never. Also, er, also, also, er hat jetzt keine Retirement-Speech äh, bekommen, weil Vince McMahon hat Christian Cage nie ernst genommen. Ähm, deswegen wurde ihm diese Ehre nicht zuteil. So hm. Aber er hatte ja 2014, glaube ich, sein letztes Match ähm, bis 2021. Also, der war weg. Da hat er seine Karriere beendet wegen Gehörnerschütterung und wurde dann irgendwann wieder freigegeben. Hm. Okay, das ist, finde ich, aber noch mal ein Unterschied, wie das Ganze mit einem, äh, mit einem Ring quasi feier, äh ein, äh, so, so abgeschlossen quasi, dass, weil die WWE sagt, jetzt nicht mehr. Ähm, egal. Äh, du hast recht. Es kommt ein bisschen drauf an, wie, wie man weiter plant, ob man Trish Stratus doch nochmal in Richtung Titelregion bringen will, um Gottes Willen. Äh, ich glaube aber nicht, dass es eine Trilogie wird. Ich hoffe nicht, dass es eine Trilogie wird. Ich hoffe, das wird einfach ein relativ simpler Face-Sieg für Becky Lynch und dann war's das. Und Becky Lynch ist dann die nächste Herausforderin äh, auf den Smackdown Women's Title von Rare Ripley. Bei Raw. Richtig? Ja. Gut, danke. Das wollte ich einfach nur vergewissern. Äh, das glaube ich einfach. Ich tipp auf Becky Lynch hier. Die Zura tippt mit 86,8% auch auf Becky Lynch. Und ähm, Fanny tippt auch auf Becky Lynch. Hm. Dann. Dann darfst du auswählen. Yes. Dann. Ja, da kommt man, merkt ja schon einen Unterschied zwischen dem, Match. weil das andere ist ja Triple Main Event. Also muss ich doch hier davor noch auf das letzte Undercard-Match eingehen. Das ist das andere Women's-Title-Match, das Raw-Women's-Title-Match. Bianca Belair gegen Asuka. Ja, ist jetzt auch nicht viel Fleisch so drin, ne? außer ich spuck dich an, ich attackiere dich. Oder nicht, haha. Uh. Ja, Aska kann man jetzt auf jeden Fall voll, als, als, als Vollzeit hier zählen. Das war ja zu WrestleMania noch relativ ähm, schwammig, das Ganze. Ja. Da wusste man es nicht so ganz. Da war sie eher so Tweener, wenn man den Begriff überhaupt verwendet, was ich gar nicht glaube. Ähm, Nö. Ja, und jetzt ist ja halt klar hier. Ja. Und sollte hier eigentlich auch gewinnen. Also so langsam wäre es mal an der Zeit. Ich glaube es trotzdem nicht. <laughs> ja, das ist es halt, ne? Wir hatten zwei. Also, also wenn du ernst genommen werden willst, nach so einem heal solltest du auch dann am Ende dein, ja, deinen ersten Taten, größere Taten folgen lassen. Das hat man vor ein paar Jahren auch schon mal bei Shinsuke Nakamura, als er gegen Styles geturnt ist. Und er hat dann auch nur noch verloren gegen Styles. Und aus irgendeinem Grund glaube ich, dass Bianca Belair noch weiterhin Champion bleibt. Und deswegen tippe ich auch auf sie. Ich glaube, den, also ich bin der Meinung, den Moment. Wenn man etwas ändert, dann muss sie auch gewinnen, den hat man schon verpasst, weil vor dem Heel-Turn kam ja auch noch beim Rumble die, die Rückkehr mit dem in Anführungszeichen. Und ich zeige die größten Anführungszeichen überhaupt, neuem Gimmick. Ähm, da hätte dann schon was draus werden sollen. Das hat man nicht gemacht. Deswegen glaube ich nicht, dass, dass es hier einen Unterschied macht. Ich timper auch auf Sieg Bianca Belair und, und gut ist. so also ich, ich glaube nicht, dass, dass die WWE den Wert einer Aska erkennt. Und ich denke eher, dass, dass man mit Bianca Belair diese Straße, die sie derzeit ja schon lange, lange Zeit mittlerweile ja hinter sich äh, aufgebaut hat, dass sie weitergeht und man einfach derzeit nicht weiß, wann der Absprung stattfinden muss, ist ja bei Roman Reigns nicht ja. anders. Und, und so sehr ich auch Asuka schätze, ähm, das tue ich ja wirklich, ist sie für mich auch nicht die Richtige, um Bianca Belair zu entthronen. Jetzt sowieso nicht. Ich hätte bei, bei Wrestlemania hätte ich vielleicht eher noch was dazu gesagt, aber jetzt hier nee, nö. Mm -mm. Obwohl man kann natürlich sagen, hey, Women's-Titel wechseln Saudi-Arabien, boah geil. Äh, tippe auf Bianca Belair, 62,2 tippen auch auf Bianca Belair. Funny tippt auf Bianca Belair. Also du tippst auf Bianca, ja alle tippen auf Bianca Belair aus Gründen. Und dann bin ich mir sehr gespannt, wann man diese ganze Sache mit dem Raw und SmackDown womens Title mal auflöst. Niemals, haha. Weil, weil auf Dauer macht's einfach keinen Sinn. Du siehst ja, wie ich das Problem hier habe. <laughs> Hm, naja, es ist ja auch eigentlich egal. Ne? Weil ich, das ist Nenn das eine WWE und das andere World Women's Title. Problem gelöst, fertig. Nie wieder ein Problem danach. Sagt dir schon letztes Mal, das ist Hoffnung, Franchise, das ist Hoffnung. Franchise, wir haben mhm. ein fucking Triple Main-Event. Ist das nicht krass? Ja, drei von das sieben Matches sind ein Main-Event. Also, da hat die WWE aber große Arbeit geleistet, Franchise. Welche dieser drei Main-Events, ja, möchtest du zuerst besprechen, dieser großartigen. Drei. Oh, das ist witzig, es sind drei Medienwitz und ich finde alle drei jetzt gar nicht so so, so super geil aufgebaut. <laughs> ähm, nehmen wir doch mal das Undisputed WWE Tag Team Title Match. Kevin oh. Owens und Sami Zayn verteidigen ihre Titel gegen Roman Reigns und Solo Sikoa. Am tausendsten Tag der Regentschaft von Roman Reigns. Am tausendsten Tag. Und die Frage ist dann. Und, und nur zwei Tage nach seinem Geburtstag. Unglaublich, ja. Und Kevin Owens und Sami Zayn sind jetzt in Saudi-Arabien. Okay. <laughs> Nachdem es soll jeder diese Diskussion selbst mit sich, seinem Kopf und seiner Ethik führen. Wir haben es lange genug getan. Wir haben Roman Reigns natürlich und Solo Sikoa. Es geht bei diesem Match nicht um Sami Zayn und Kevin Owens. Es geht bei diesem Match darum, was passiert in der Bloodline. Und wir sagten es doch. Kevin Owens und Sammy Zayn nehmen jetzt noch den Rest der Bloodline mit und irgendwann trennen die sich und dann sind es halt Tag Team Champions. Ja, aber die Bloodline, ne, der Stress ist da. Die Usos sind nicht im Tag Team Title Match, dafür Roman Reigns und Solo Sikoa. Und dann ist eben die Frage, macht man Bloodline-Dinge, indem man Roman Reigns oder macht man Roman Reigns-Dinge oder macht man Bloodline-Dinge? Weil du kannst natürlich sagen, es ist das Poetischste überhaupt, wenn Roman Reigns an seinem tausendsten Tag von Sammy Zane gepinnt wird und Solo Sekoa, wo ja jetzt mittlerweile auch die Differenzen zwischen Roman Reigns und Solo Sekoa mit Blicken angedeutet wurden, als Roman Reigns bei SmackDown abrupt den Ring verlassen hat und da äh, Schulter an Schulter mit Solo Sekoa gegangen ist. Ob das nun hier weitergeführt wird oder ja, Roman Reigns hat halt noch mehr, noch mehr Titel. Was also ziemlich der Super-GAU wäre. <laughs> Weil das darf einfach nicht passieren. Das, das hat Roman Reigns kann natürlich dann am Freitag bei SmackDown mit allen Gürteln dieser Welt stehen. Okay, das ist das Positive. Und das Negative ist dann halt, dass du wieder die gleiche Situation kreiert hast wie beim World Heavyweight Title, weil ja der Champion, der offenkundig nicht oft da sein kann und für den ein neuer Titel geschaffen wird, hat ein weiteres Set Titel, die dann nicht verteidigt werden. Whoopsie. Ja, ist doch super, da kann doch da, da Triple H noch den World Technical reinführen. So einfach geht das, ne? Ähm, gleichzeitig, Tippspiel, taktisch gesehen, ist es halt nie schlau, gegen Roman Reigns zu tippen. Äh, auf, aber es war so wahrscheinlich wie noch nie, dass vielleicht Roman Reigns sogar gefinden wird. Hm. Was sagst du? Egal wie es ausgeht, ist es irgendwie falsch. Also, einerseits solltest du Kevin Owens' und Sami Zayn den Titel nicht wegnehmen. Andererseits sollte Roman Reigns und auch Solo Sikoa jetzt sollten eigentlich gerade beide nicht wirklich verlieren. Also, gut, Roman Reigns. Also, Roman Reigns, das erste Pinfall-Niederlage seit 2019, darf nicht in dem Tag Team matchen, sollte Rabbi passieren. Also, das, das, das schließt sich mal auch kategorisch aus, tatsächlich, dass äh, Roman Reigns hier gepinnt wird. Ich glaube, dass äh, Solo Sikoa am Ende eingerollt wird. Weil die Usos da sind und es verkacken. Das ist äh, billig. Äh, das würde auch, finde ich, die Fehde nicht wirklich weiter voranführen, weil an dem Punkt sind sie schon. Das würde nicht mehr helfen. Ähm, aber ich denke mal, so wird es kommen. Kevin und sehr werden verteidigen. Also, das ist zumindest mein Tipp. Das ist auch die, das ist die richtigere Variante hier in dem Moment. Und ähm, Solo Secor darf ruhig auch das Ganze, ähm, ja, darf hier auch verlieren. Ich finde diesen ganzen Aufbau für Roman Reigns gegen Solo Sikoa eigentlich ganz cool. Auf der anderen Seite fällt es mir ganz schwer, Solo Sikoa als auch nur irgendeine Art von Bedrohung für Roman Reigns wahrzunehmen, ähm, weil auf dem Level ist er bei weitem noch nicht. Ähm, die, die Art und Weise, wie Roman Reigns Solo Sikoa anguckt und wie er mit ihm umgeht, dieses er hat vielleicht Angst vor ihm. Wie gesagt, das finde ich irgendwie interessant. Das wäre aber halt noch cooler, wenn Roman Reigns den Titel nicht mehr hätte und einfach auch die, eine Stufe schon unten drunter wäre. Mm. Und jetzt musst du halt immer noch warten, weil ich glaube nicht, dass das kommt als Titelmatch oder so. Weil Solo Sikoa, wenn er irgendwann gegen Roman Reigns antritt, sollte er auch gewinnen, meines Erachtens. Und ich, ich tue mich damit halt sehr, sehr schwer. Ich weiß auch nicht, wo es für Roman Reigns danach hingehen soll. Bobby Lashley wird schon gerüchtet. Cody Rhodes mit Money in the Bank wird gerüchtet. Ach, es ist, es ist schwer für mich zu, zu beurteilen. Ähm, hier aber ähm, gehe ich nicht von dem Titelwechsel aus. Roman Reigns wird nicht mit vier Gürteln rumlaufen. Das ist ein bisschen viel. Ja, ich denke auch. Und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Roman Reigns hier gepinnt wird. Das wäre, finde oh. ich, zumindest eine Variante, die tatsächlich mal die Bloodline-Geschichte richtig voranbringt. Das, ich ich brauche nicht Roman Reigns, der noch einen von seinen Jüngern da die ganze Zeit runter macht. Das habe ich jetzt lang genug gesehen. Um ja, er kann doch aber die OSIS verantwortlich machen, wenn sie es hier versauen mit dem Eingriff oder so. But, uh, Roman Reigns kann auch per DQ gewinnen. Ja, da wäre aber auch wieder nichts gewonnen dadurch. Yeah. Also ich, es gibt prinzipiell die Idee Roman Reigns mal einen Dämpfer zu geben, finde ich ja gar nicht so schlecht und dann hätten auch die Uses mal ein Gegenargument gegen ihn, weil die stehen momentan nur dumm da und, und, und können nichts sagen gegen ihren Tribal Thief. Jetzt könnten sie aber sagen, guck mal, du hast auch verloren gegen die beiden. Aber es würde sich für mich, wie gesagt, nicht richtig anfühlen, wenn die erste Niederlage von Roman Reigns in den Tag Team-Match stattfindet. Noch dazu bei so einem Event. Ich tippe auf Roman Reigns und secor ich, ich, ich sehe einfach, dass die Q-Finish irgendwie tatsächlich möglich und wenn nicht, ich, ich, ich tippe nicht mehr gegen Roman Reigns. Das tue ich nicht mehr. Bis ich irgendwann Lügen gestraft werde, dann ist okay. Dann habe ich aber die Storyline aktiv vorangebracht. Ich Jonas schreibt es gerade. Never bet against Roman Reigns. Richtig so. Mein Tribal Chief. Ich tippe auf Roman Reigns und Solos Ekoa. Und habe dadurch eventuell die DQ-Möglichkeit offen. Äh, Funny tippt auf Owens und Zane Und die Zura tippt mit 63% auf Kevin Owens und Sammy Zayn. Ja. Okay. Dann kommen wir mal uff, zu ja nee wir nehmen mal das Titelmatch als letztes Match ähm, das Rematch das Rematch der Rematches Cody Rhodes with broken arm gegen Brock Lesnar dieses Segment ne mit Triple H am Ende von Raw oh oh es äh. gefällt mir nicht weswegen <laughs> gefällt's dir nicht das letzte, was Code Rewards braucht, ist eine Fehde gegen die Authority. Das habe ich dann. Und davor habe ich, hab ich jetzt ganz große Angst. Also, die Möglichkeit besteht natürlich immer. Unabhängig davon, ob das nun, ob das nun direkt eine Authority-Fehde einleiten könnte. Äh das sind ja mal wieder die Hindernisse alle gegen Cody Rhodes gestellt. Ne? Jetzt auch noch mit einem gebrochenen Arm gegen Brock Lesnar antreten. Was soll dabei nur rauskommen? Äh, gleichzeitig, ja, diese ganze Verletzte antreten lassen, speziell nachdem Cody Rhodes letztes Jahr verletzt angetreten ist, ist jetzt nicht so ganz das, was ich sehen will. Unbedingt muss ich sagen. Ich muss auch nicht Cody Rhodes gegen Brock Lesnar nochmal sehen, aber das hatten wir ja. Das war ja klar, dass das kommen wird. Ich tippe hier auf Brock Lesnar. Uh, damit es eins zu eins steht für das etwaige Money in the Bank Rubber Match, was auch stattfinden kann, wenn Cody Rhodes das Ding, wenn Cody Rhodes mit gebrochenen Arm gegen Brock Lesnar gewinnt, dann, dann hat Brock Lesnar aber auch so langsam ausgedient. Sorry, dass ich das so sage. Uh, ich tippe hier auf Brock Lesnar. Ja, ohne die Vorgeschichte mit Helen Steen im letzten Jahr würde man hier ganz love Brock Lesnar tippen, weil man einfach sagt, ähm, das ist ein Easy Out für Cody Rhodes hier mit dem gebrochenen Arm. Da verlierst du halt mal gegen Brock Lesnar. Da verlierst du auch gegen andere Gegner. Jetzt hat aber Cody Rhodes letztes Jahr mit einem ähm, gerissenen Brustmuskel gewrestelt und gewonnen. Ähm, das macht's ein bisschen spannender hier. Ich weiß nicht, wie lange das gut geht auch mit dem Wohlwollen der Fans. Solche Stories mhm. mit solchen über überdimensioniert starken Babyfaces. Hallo John Cena, hallo Roman Reigns. Und deswegen glaube ich, tut man auch gut daran, hier Brock Lesnar gewinnen zu lassen. Das sollte Brock Lesnar auch gewinnen. Ähm, ich will nicht zwingen, dass die Fehde weitergeht. Ähm, das würde gegen diesen Tipp sprechen. Ich bin gespannt, wie man das in London machen wird, weil es ist ja auch eine nicht unwahrscheinliche Option, dass Cody Rhodes in der Bank Laddermatch stehen wird und diesen Koffer dann sogar gewinnen wird, das vereinbart sich halt schwer mit Brock Lesnar. Ne? Eventuell ist Brock Lesnar auch in der Bank Laddermatch, kann ja auch sein. Ich hatte da Bock drauf. Ähm, und diese ganze Idee mit äh, Triple H oder generell in BWE gibt es äh, äh, ja, Kräfte, die nicht wollen, dass Cody Rhodes nach oben kommt, die Brock Lesnar jetzt quasi... Ähm, As Hired Gun einsetzen, um Cody Rhodes unten zu halten und zu verletzen. Das ist nicht ganz abwegig. Wie gesagt, das ist nicht das, was ich sehen will. Das brauche ich auch nicht mehr. Triple H soll auch bitte nicht mehr als Heal Authority Figure auftreten, weil das, das, das ist abgenutzt, das habe ich so und so oft gesehen. Ähm ja, mir fällt schwer hier am Ende, wie gesagt, weil ich will eigentlich dass die Fehler vorbei ist und da müsste Cody Rhodes gewinnen. Aber es würde ihm nicht gut tun, wenn er hier gewinnt. Und das sage ich als Cody Rhodes Fan. Er sollte mit diesem, mit dieser Vorgeschichte, die man jetzt bei Raw kreiert hat. Progression ja das Match gewinnen. Und deswegen tippe ich auch auf ihn. Vielleicht wird der Triple H das Handtuch für Cody Rhodes. Weil er in der Kimura, im Kimura-Rock drin steckt. Und, dann, und oh, 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 Gott. Hallo, Hallo MJF an dieser ja. Stelle. <laughs> oh, oh, oh. Ja. Und, und irgendwann wird es dann, wird dann, dann mal ein Segment geben, mit dem Triple H den, den vermeintlichen Thron von Cody kaputt macht. oh, 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 oh. Oh, 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 oh nee, <laughs> oh nee, oh nee. Wir leben in einer Timeline, in der Cody Rhodes gegen Roman Reigns verloren hat und die wird nicht besser. Hätte er gewonnen, das würde alles so wie toller sein. Ah. Aber tausend Tage und er muss es sich doch verdienen. <laughs> ja ist in The Chase ja, 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 sicherlich. <laughs> ähm, 68 tippen auf Brock Lesnar von den Zuran und äh, Funny ist Cody Fan. Cody, der, der tippt auf Cody. Er glaubt an das ist den. Smart. Im Gegensatz also, ja, letzten Mal schon geholfen. Ja, toll. Deswegen gewinnt er auch das Tippspiel. Kriegt ein Special und ist nicht da. Cool. <laughs> äh, schöne Grüße überhaupt von Funny. Hat mir ganz lieb geschrieben, dass er uns alle vermisst. also dich äh, ich auch, Funny. Werd ich auch, Funny. Will ich auch. Äh, Komm mal morgen, morgen zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr und 17 und bin ich gegen dich, aber sonst habe ich dich nicht. Ja, dann haben wir noch ein Match übrig. Es geht um den neuen Trostpreis der WWE. Der WWE World Heavyweight Title wird einge wieder einge. Es ist nicht der alte Titel, aber er heißt so wieder alt, es ist eine neue Lineage auf jeden Fall. Also, so, so. ja, ja, kommt drauf an, wir werden sehen, was die WWE uns verkaufen will. <laughs> um den WWE World Das ist für mich das Spannendste nach dem Event. Ich, ich werde die Roster-Page sehr oft refreshen, um zu gucken, wie macht man es jetzt auf der Superstar-Page von, äh, von WWE.com? Wie wird dieser neue Titel eingeführt? Und vor allem, wird man irgendwann mal die Titel-Historien ähm, des Universal und WWE-Titels zusammenführen? Oder lässt man die einfach weiterlaufen als zwei Titel? Tja. Weil dann gäbe ja, dann gibt's ja erstmalig in WW-Geschichte 3 World Title in der eigenen Liga. Wow. Ja, jetzt haben wir aber erstmal die Situation, dass wir einen neuen, äh, einen, einen neuen Kopf für Raw finden müssen, weil Roman Reigns ja zu SmackDown gedraftet wurde. Und deswegen hat es natürlich Sinn gemacht, dass die eine Hälfte des Turniers bei SmackDown stattfinden wird, um eventuell dort zwei Champions zu haben und Raw immer noch ohne Titeltrigger zu haben. Nichtsdestotrotz haben wir im Finale des Turniers hier, wie wir es eigentlich alle erwartet haben, Seth Rollins gegen AJ Styles. Na ja, <laughs> gut, mit AJ Styles habe ich nicht zu 100% gerechnet, aber. Edge war noch ein bisschen so drin, dass man sagt: Okay, vielleicht bringt man ihn gegen Seth Rollins, weil es Sinn gemacht hätte. Ähm, Auch Bobby Lashley war nicht ganz unwahrscheinlich. Genau, aber, aber ich glaube, Seth Rollins hat jeder gedacht. Wir haben uns so gefragt, gegen wen tritt er an? Im zweiten Four-Way wird es Cody sein oder, oder im zweiten Three-Way? Wer gewinnt das Ding? Cody dachte man, aber Brock Lesnar hatte da keinen Bock drauf. The Miss war noch drin, aber haha, The Miss. Und deswegen gab es Rollins gegen Baylor und AJ Styles gegen Bobby Lashley in den Halbfinals und dann eben jetzt hier im Finale Seth Rollins gegen AJ Styles. Und das Einzige, was gegen Seth Rollins spricht, ist, dass er so ein haushoher Favorit ist dass ich nicht hoffe, dass die WWE hier noch einen Curveball macht, aber das ist eine 0,1 prozentige Chance. Das Ding muss Seth Rollins gewinnen. Ja, sehe ich auch so. Ich muss mal ganz kurz unterbrechen, weil meine Kopfhörer sind, glaube ich, gleich leer. Auch. Ja, ne? deswegen, also, bis gleich. Klar, aus all den Gründen, die wir schon erwähnt haben, Seth Rollins ist bei Raw und Raw braucht diesen Titel. Natürlich könnte man AJ Styles auch wieder turnen lassen, oder äh, es dem Brand switchen lassen, aber warum? Wo hat es erst den Draft? Dann hättest du direkt AJ Styles rüberbringen können, wenn man das hätte machen wollen. Generell, wir sagten es schon oft genug, ziemlich, ziemlich doof, dass man SmackDown damit reingebracht hat. Macht 0,0 Sinn. Und Seth Rollins, das Einzige, was vielleicht noch gegen ihn spricht, ist, dass er jetzt drehtechnisch mit Marvel beschäftigt ist. Aber das Abwesenheiten, speziell auch für Filme, jetzt nicht unbedingt ein Hinderungsgrund sein sollten, jemanden zum Champion zu machen. Das haben uns die letzten 20 Jahre gelehrt, einfach. Und deswegen hoffen wir einfach mal, dass äh, Seth Rollins in einem guten Match, das wäre ja letztendlich das, das wär der, der, der Sweet Spot, wenn das Match auch noch toll werden würde. Und dann haben wir Seth Rollins als neuen Champion, der ja auch derjenige ist, der einen Sieg ne, beim Rumble gegen Roman Reigns hat, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, aber. Ja, ich weiß nicht, ich, ich, ich weiß doch nicht. Es ist halt der ultimative Trostpreis. Man hat es so verkauft, dass, äh, dass Roman Reigns eben als Champion nicht so oft da sein kann. Und deswegen wir hier eine Alternative brauchen. Franchise versucht noch verzweifelt wieder die Kopfhörer hier anzuschließen. Ähm, und das, das lässt halt diesen WWE World Heavyweight Title wirklich nicht edel und nicht. Äh, auf einer Stufe mit dem vom Roman Reigns wirken. Und irgendwann sagt dann Roman Reigns, nah, den will ich auch noch haben. Was machst du dann? Was machst du, wenn du soweit was series wieder diese Konfrontation direkt haben willst? Irgendwann wird man die Pfade wieder kreuzen. Das ist einfach in der Natur der WWE, diese Crossover-Dinger zu bringen und nicht unbedingt großartig hinzukriegen. Erstmal finde ich das Match cool. Ich hoffe, dass es auch gut wird. Ich hoffe, dass AJ Styles wieder fit ist und ich hoffe, dass Seth Rollins guten Tag hat. Nicht, dass er schlechte Tage unbedingt oft hat, aber ich hoffe, dass beide ein richtig geiles Match bringt. Seth Rollins gegen AJ Styles ist ein richtig cooles Match. Und ich hoffe, dass da einfach was Gutes bei rauskommt. Und am Ende dann einfach Seth Rollins das Ding für sich entscheidet. Und ich schwimme so langsam. Er zerstört hier gerade all sein Equipment. Ähm ich bin immer noch überrascht, was er hier tut. Und äh ich habe gerade Kabelsalat. Ich äh krieg das aber gleich hin. Ja, ja, ist okay. Er hat mich wahrscheinlich nicht gehört, aber ist egal. <laughs> er hat Kabelsalat. Doch, ich höre dich über den Lautsprecher. Aber okay. das äh, würde ich nicht parallel laufen lassen, sonst klingt komisch. Okay. Ja, hey, wie du meinst. Äh, ja, und das äh, ist der dritte der drei Main Events neben Cody Rhodes und Brock Lesnar und dem Undisputed WWE Tag, dem Title Match. Und komm schon mal ein bisschen zum Fazit vielleicht, wenn. Äh, wenn nicht jetzt doch noch da ist. Äh, so. Perfekt. Du Hast ja gehört, was ich gesagt habe. Da brauchst du ja nicht wiederholen, glaube ich, oder? Ich habe ich hab alles gehört, was du gesagt hast. Meine anderen Bluetooth-Kopfhörer ließen sich nicht verbinden und äh, deswegen musste ich noch mein altes Headset rauskramen und äh, das war ein bisschen ähm, verheddert. Egal. Nicht schlimm. Tut leid. Äh, ja, Ziel im Match. Äh, Du hast ja gesagt, du tippst auf Seth Rollins. Das tippen, glaube ich, die meisten. Das Einzige, was so ein bisschen ähm, dagegen sprechen könnte und auch das hast du schon erwähnt, ist, dass er das momentan. Für Marvel unterwegs ist es ist ein bisschen ja wie soll ich sagen es ist ein bisschen ironisch wenn es heißt ähm, wir wollen wieder einen Fighting Champion haben und dann ist der Champion den man krönt eventuell in den Wochen darauf schon gar nicht mehr vollzeit da äh. ähm, ähm, das ist halt wieder so eine typische WWE Sache ähm, ja ich freue mich auf das Match das wird richtig cool ich könnte auch mit HS Dice als, äh, als Champion absolut leben. Würde mich gar nicht so weit stören. Das Einzige, was blöd wäre, ist, dass er dann halt wieder von SmackDown zu Raw kommen müsste. Äh, aber das wäre und, und damit hättest du noch ein Babyface mehr bei Raw, wo du eigentlich schon genug hast davon. Ähm, aber ja, äh, ich habe kein Problem mit dem neuen Titel, sage ich auch ganz klar. Ähm, es hängt viel daran, wie man den in den kommenden Wochen und Monaten dann aufbaut, wie man ihn vermarktet, wenn Roman Reigns da ist und wenn der nicht da ist. Ähm, damit steht und fällt hier viel. Ich ähm, ja, freue mich aber schon auf das Match. Es wird gut. Für meine Begriffe sollte es der Main Event werden. Ich glaube nicht, dass es der Main Event wird, ähm, weil ist das allein schon ja das allein wäre schon aussagekräftig genug, wenn man das auf jeden Fall hier in den ja, in das letzte Match des Abends packt und vor allem auch nach Roman Reigns bringt. Roman Reigns darf nicht nach diesem Match noch ein Match haben, weil das, äh, dann würdest du die ganze Bedeutung noch mehr untergraben, als du es eh schon tust mit der ganzen Trostpreisthematik und so weiter. Deswegen, äh, ja, gutes Wrestling-Match und ich hoffe, dass wir dann auf jeden Fall die Wochen drauf auch eine, einen gut gebuckten neuen World Heavyweight Champion bekommen, unabhängig davon, ob das jetzt ähm, dieselbe Lineage ist wie noch 2013 oder bis 2013 oder ob es jetzt ein neuer Titel ist. Ja, das ist äh, Night of Champions. Morgen, Samstag, gute Zeit. Wir müssen natürlich wieder erwähnen, Saudi-Arabien, es ist im Alltag drin. Man macht sich wirklich nicht mehr viel, so viele Gedanken wie noch vor einigen Jahren. Man muss es aber immer wieder im Kopf behalten, äh, dass man natürlich wieder äh, dieses ganze Regime unterstützt äh, unter der Facette des Sports Washings und da auch alle ihre Teilnehmer äh, da ihren Beitrag dazu leisten. Äh, das sieht man ja auch dadurch, dass sie auf Instagram eben irgendwie coole Sachen in Jeddah machen oder so. Das ist das, das ist das ist nun mal hört nun mal leider äh, dazu. Wir müssen es aber erwähnen, damit ihr es zumindest nicht vergisst und damit wir es auch nicht vergessen. So normal wie es ist, es ist nun mal einfach Night of Champions. Ein Pay-Per-View, der jetzt stattfinden muss und der ist in Jeddah. Zwischen Puerto Rico und England sind sie jetzt auf ihrer Welttournee quasi in Saudi-Arabien. Ja, und ansonsten ich fühle die WWE nach WrestleMania halt so gar nicht. Ähm, mir fehlt, wie du schon sagtest, so das Highlight, an das ich mich ranklemmen kann. Es ist ein bisschen Sparflamme alles. Es ist noch nichts unbedingt so, wo ich mit dem Kopf gegen die Wand laufe und sage, ey WWE, was macht ihr? Was auch gut sein kann, natürlich. Aber mir fehlt ansonsten auch so ein bisschen das Bomben-Highlight. Guter gegen Mustafa Ali ist jetzt nicht das wrestlerische Ding, worauf ich, wo ich mir eine Menge erwarte, was einfach auch an der Wertigkeit von Mustafa Ali in der WWE-Hierarchie liegt. Ansonsten, die, der Triple Main Event, die drei Matches können echt gut werden. Das muss man auch mal sagen. Kevin Owens und Sammy Zayn gegen Roman Reigns und Solo Sikoa, Vier sehr Fähige bis ultra gute Leute. Trieft natürlich von dieser Bloodline-Theatralik sicherlich auch. AJ Styles gegen Seth Rollins, wenn beide einen guten Tag haben, könnte das Match of the Year werden. Und äh, Cody Rhodes gegen Brock Lesnar, je nachdem, wie es aufgezogen wird, könnte auch nice werden. Das, das war ja auch bei, bei Backlash nice, bis auf das Finish. Und gucken, was es hier raus wird. Gute Zeit, das ist halt immer diese, 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 dieser Zwiespalt an. Saudi-Arabien hat eine gute, eine gute Zeit für uns, dass wir da den Pay-per-View zu einer echt, echt bombastischen Zeit sehen können. Ich werde ihn mir auch wahrscheinlich live geben, einfach, dass ich es dann gesehen habe. Und wir gucken dann mal, wie wir das in der nächsten Woche verhackstückeln. Und ich bin gespannt, wie die beiden Pay-per-Views so äh, gegeneinander oder noch abschließen werden. Ähm, ja, das ist so ein... Einer der schwächst aufgebauten Papios unter Triple H, glaube ich. Also vor allem auch in diesem Jahr. Also WWE hat ja wirklich in diesem Jahr schon im Schnitt recht gute Papios produziert. Das muss man ihnen ja lassen. Ähm, auch hier kann das wrestlerisch durchaus gut werden, was du sagtest. Der Triple Main-Event, so albern diese Ankündigung auch ist, so gut sind die Matches selbst, die man da gebuckt hat. Wobei ich diesmal bei Progressive gegen Cody Rhodes nicht so viel Potenzial sehe, einfach aufgrund dieses Verletzungsengels. Ähm, Bianca Belair gegen Ascar noch Potenzial, das auf jeden Fall. Mustafa Ali gegen Gunter. Theoretisch schon praktisch fehlt halt da ähm, auch die, der Spannungsbogen ähm, ein bisschen. Ja, und Becky Lynch gegen Trish Stratus und Real Ripley gegen Natalia. Ripley gegen Natalia sowieso nicht und Trish Stratus gegen Becky Lynch äh, verspreche ich mir jetzt auch nicht so die Riesenleistung. Aber könnte durchaus ein kompakter Event werden, wenn nicht diese ganzen Werbepausen dazwischen werden, die WWE halt inzwischen einfach einstreut, sein einstreuen muss. Ich werde es mir auch wahrscheinlich live angucken, es sei denn, ich habe spontan abends noch was vor am Samstag, das kann immer passieren, aber ansonsten, ja, wie gesagt, das ist eine angenehme Zeit. Das ist nach dem ganzen Fußballdrama dann auch schön zum Runterkommen abends. Und deswegen, ja, blicke ich dem PPW aber trotzdem ein bisschen positiver entgegen als dem AEW. Auch wenn AEW wahrscheinlich mehr Qualität verspricht, vor allem wrestlerisch, aber und auch kompakter wird, was die ganze Struktur der Show angeht. Da gibt es halt Match after Match, after Match. Aber. Das ist für mich gerade leichter zu konsumieren, irgendwie, ne? Weil es, es ist nicht, es ist nichts groß schlecht. Es ist alles okay, bis gut. Und ich bin immer noch bei vielen Dingen einfach auch gespannt, wie es weitergeht. Wie geht's denn mit Cody Rhodes weiter? Wann, wie, wie geht's mit der Bloodline weiter? Weil da wird was passieren. Wer wird neuer World Champion? Das sind alles so Dinge, alles so Fragen, die ich beständig auch interessiert verfolge. Auch wenn du als gegenpunkt natürlich hast, ja, Gunter verteidigt, Ripley verteidigt, ne? Das ist also ein bisschen klar. Aber ja, WWE momentan, es ist in Ordnung. Es war schon deutlich schlimmer. Und deswegen die ganze Saudi-Thematik, die du auch gerade nochmal angesprochen hast, man gewöhnt sich tatsächlich wirklich dran. Man darf nie vergessen, was das ähm, für ein Regime ist, unter dem dieses Land geführt wird. Wieder Menschenrechte mit Füßen getreten werden, das sollte man immer wieder erwähnen, das muss man auch erwähnen. Aber wenn man mit dem Event vielleicht auch den Leuten vor Ort was Gutes tun kann, dann soll man das auch bitte tun. Ähm, ja. Unabhängig davon, wie viele jetzt davon wirklich, also wie viele Leute der normalen Bevölkerung da reinkommen in, in diese Show und wie viel davon wirklich auch an die ähm, Scheiße etc. geht, an die reichen Leute da, und das kann ich aus der Ferne nicht beurteilen. Also Saudi-Arabien ist ja, sag ich mal, in, in ganz vielen Sportarten auf dem Vormarsch, wollen sich ja äh, auch für diverse große Turniere bewerben in anderen Sportarten. Müssen wir uns leider damit abfinden? Ne? Muss, wird mir nie gefallen, muss mir nicht gefallen oder wird auch anderen nicht gefallen, aber ähm, deswegen bleibt auch diese große Empörung inzwischen ein bisschen aus, wenn wir uns einfach, einfach dran gewöhnt haben. Aber so hart das klingt, wenn Leute wie Sammy Zayn damit fein sind, dann müssen wir es vielleicht auch irgendwann sein. Ja, vielleicht muss man dann aber auch irgendwann mal die Ethik von Sammy Zayn hinterfragen. Er hat, er, hat die, er, er hat die Möglichkeit, was zu bewegen. Ich bin der Letzte, der ethisch gesehen bei Sami Zayn irgendwelche Fragen oder Probleme hat. Aber er ist nun mal jetzt in einer Position, wo er ein Statement geben könnte, als einer der Top-Leute der WWE. Wie ist denn wirklich ein Statement, wenn er sagt, ich fahre da nicht hin? Ja. Was hat er, das hat er schon diverse Male gemacht. Er durfte er nicht einreisen. Jetzt darf er es. Jetzt macht er es. Hm. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich, es ist ultra schwer. Das Letzte, was ich aber sagen will, ist einfach, was du sagtest mit den, ähm, wenn es den Leuten da, da gut tut. Ich hoffe es natürlich, aber das ist so dieses Positive im Negativen und das ist schwer. Ich möchte dann den ganzen doch einen negativen Unterton immer noch geben, dass es das einfach immer noch äh, Kalkül und Propaganda ist. Es ist schwer, einfach von außen zu betrachten, wenn es so Alltag wird. Das ist es, was ja auch sagtest, deswegen. Ja, natürlich. Dass, dass da viel Propaganda und, und, und Werbung und Politik drin steckt und, und, und dass es bei WWE nur um eins geht, nämlich um die Knete, das ist, das ist natürlich Realität. Das, aber das können wir halt auch nicht ändern. So, so blöd das klingt. Und ich bin niemand, der jetzt durchs Leben geht und nur sagt, das kann ich nicht ändern, das, das nehme ich jetzt einfach mal so hin. Wir haben das diverse Male hier angesprochen, wir haben das oft kritisiert, vollkommen zu Recht kritisiert, das haben auch viele andere getan. Aber irgendwann ist es halt dann so und wir können nur hoffen, dass es, und, und das ist dann vielleicht der nächste Zeitpunkt, wenn dieser Vertrag ausläuft mit Saudi-Arabien, das ist glaube ich irgendwann 2028 oder so, 2029, ähm, dass man dann vielleicht diesen Vertrag nicht verlängert. Das wäre ein Statement, aber wenn bis dahin Winzig Man noch am Leben ist und irgendwas bei WWE zu sagen hat, wird dieser Vertrag verlängert werden, weil er für die WWE einfach viel zu lukrativ ist. Kannst du von ausgehen. Es sei denn, wir kriegen irgendwann so viel Geld, dass äh, Embrace sagt, Macht das nicht. Wir möchten mit den Saudis keinen, keinen Vertrag abschließen. Ihr seid unter uns sicher, aber das, das ist noch hin. Das ist noch eine ganze Zeit lang hin. Kurz noch eure Einschätzung zum Event. Wir haben euch gefragt, wie sehr freust du dich auf Night of Champions? Und da haben wir einen Wert von 3,71. Das ist äh, weniger als zu Backlash, aber immer noch weit entfernt. Also, es ist einer der, der niedrigeren Triple H Events aber nicht der niedrigste. Mal gucken. Es ist halt auch Post wrestlemania Fatigue, Darf man sagen. Ähm, welches Match freuen sich die Leute am meisten? Ja, AJ Styles gegen Seth Rollins mit wie viel Prozent? 75. 61. Ein bisschen weniger tatsächlich. Ist besser. Mhm. Ist noch anders verteilt. 13,9 Prozent jeweils das Tag Team Title Match und Gunter gegen Mustafa Ali. Ich hoffe, ihr werdet nicht enttäuscht werden. Das wäre schade. Äh, noch 8,3 Prozent bei Brock Lesnar gegen Cody Rhodes. Ähm, dann haben wir euch gefragt, was, was, wie wirst du wie das Ganze konsumieren. 35% sagen, ich gucke es mir ausschnittsweise im Nachhinein an. 27,5% sagen, ich gucke es mir im Nachhinein komplett an. 20% gucken es sich live an. Und 17,5% sagen, ne, den Scheiß gucke ich nicht. In dem Fall ist es ja Scheiß, weil sie es gar nicht gucken wollen. Euer Hype-Level ist derzeit 3,571. Und das ist ja so dieses, auch dieser AW-typische. Vor Pay-Per-View relativ nä. Ne. Dann kommt der Pay-Per-View, der ist dann ne okay. Dann wieder, geht es wieder runter, weil der Aufbau nicht so bombastisch ist. Äh, ist aber der niedrigste Triple H-Wert auf jeden Fall derzeit. Das muss man dann auch mal festhalten. Äh, auch noch hier ein paar kleine Kommentare von euch. Schön, dass Ali auf der Karte ist, auch wenn er natürlich zerstört wird. Jinder <laughs> Mahals Regentschaft war besser als die von Roman Reigns, als mittlerweile wurde. There I said it. Ah, nee. Oh, no, no. No, no, no. Äh, keine, keine besonders gute Karte, aber auch die Weeklies geben derzeit wenig her. Nicht scheiße, aber uninteressant. Äh, das saudische Königshaus als Veranstalter hat allein 2022 196 Menschen hinrichten lassen. Okay, wichtig, dass man das erwähnt. Und das meine ich unironisch. Ihr seht meinen Blick gerade nicht, deswegen will ich das nochmal mal sagen. Äh, Rest in peace, Superstar Billy Graham. Auf jeden Fall hört ihr Promos von allen großen Leuten an und du hörst in allem Superstar Billy Graham. Auf jeden Fall. Ähm, seit dem vince comeback konsumiere ich kein WWE mehr. Und ich hatte bis eben echt keine Ahnung von der Karte. Beim Bericht lesen sind mir nur zwei, drei Matches klar geworden. Okay. Das war's mit den beiden Shows, ah, aber wir müssen noch eine Sache über beide Shows loswerden, denn es gibt noch einen Tiebreaker, featured von Funny. Und der Tiebreaker für das Tippspiel besagt: Ich lese es einmal wörtlich vor. Wie hoch ist die Differenz der Gesamtmatchlängen beider Events? Jetzt zählen hier nur die Hauptveranstaltungen ohne Pre-Shows. Beispiel: Double Nothing hat 126 Minuten Matchzeit, Night of Champions hat 109 Minuten Matchzeit. Lösung würde damit 17 Minuten lauten. Funny hat als Tipp abgegeben: ähm, das sind 45 Minuten. Die Zuschauer haben als Tipp abgegeben: 36 Minuten. Ich gebe dir meins vor, weil ich nichts zeigen kann. Du darfst dann gerne das okay, okay, Letzte haben. Was war es bei den Zuschauern? Bei den Zuschauern war es 36 Minuten. Bei mir okay, sind äh, 36,55. Ich hab's, weil alle haben Minuten angegeben letztendlich. Machst du 37. Äh, wir, wir runden auf. Also wir, machen, wir machen ganze Minuten. Machen wir ganze Minuten, genau. Ja, würde ich sagen. Ich sage 57 Minuten. Gut, ich halte meine Zeit in die Kamera. Das war aber noch halt mit Sekunden dran, aber dann runde ich eben ab. 66, 15 habe ich gesagt. Also okay. 66 Minuten. Okay, ich habe mir natürlich. Wir kriegen ungefähr dreieinhalb Stunden WWE, von denen anderthalb Stunden Wrestling ist. Zwei Stunden Wrestling maximal und bei AW kriegen wir mindestens vier Stunden. Ich kann dir nur sagen, äh, die letzten Double, die, 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 der letzte Pay-Per-View und der letzte Double Nothing Pay-Per-View haben jeweils zwei Stunden 45 und 2 Stunden 50 an Wrestling gehabt. Und ich bin die Saudi-Shows zurückgegangen. Die letzte Saudi-Show hatte eine Stunde und sieben Minuten Wrestling, nur hat aber auch eine richtig schlechte Bewertung gekriegt. Davor waren es eine Stunde 49 und zwei Stunden und neun. Bloß damit ihr mal so ein paar Richtwerte habt. Das, und, und einmal hatten wir noch 1,32, aber da waren auch Brock Lesnar und Goldberg auf der Karte. Also, das waren vier Minuten Matches in Zweien abgehandelt. Ähm, also ich glaube auf jeden Fall, aber 37 Minuten ist recht wenig, liebe Zuhörer. Ja, das glaube ich auch. Äh, da hab, wir haben aber auch alles von 17 Minuten bis 100 Minuten. Und da sind 100 Minuten realistisch als 17, glaube ich. Aber so viel dazu. Uff. So viel zu den beiden großen Veranstaltungen. Da haben wir noch gar nicht über CM Punk gesprochen oder müssen wir auch gar nicht so viel sprechen. Das machen wir in der Review, glaube ich, eher. Bis dahin hat sich auch alles nochmal neu entwickelt. Und wir werden vielleicht auch einen besseren Weg über Collision haben. Das machen wir, würde ich aber sagen, dann im Review. Ist besser als jetzt hier, wo wir schon zwei Stunden über beide Events gesprochen haben. Ich glaube, uh, da gibt es auch momentan nicht so viel zusammen, weil viel Spekulation ist. Ne? Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass CM Punk zurückkommen wird. Und ja. dann werden wir alle sehen, wie sie das entwickelt, weil das weiß keiner. Das weiß nicht mal CM Punk. Ab dann wird die Uhr geführt, x Minuten seit dem letzten Zwischenfall. Und dann gucken wir mal, wie hoch diese Uhr tickt. Die Uhr wird nämlich äh, irgendwann äh, klingeln. Das ist leider die Realität des CM Punks. Das war aber erstmal die 425. Ausgabe vom Cagecast Franchise. Vielen lieben Dank auch für deine Flexibilität. Äh, danke, gerne. Ich hatte heute, heute nichts weiter, also zumindest bis jetzt nicht weiter was vor. Ich ja. möchte mich für die kleine Verspätung entschuldigen. Ich stand da, wie gesagt, gerade große Baustelle und für die kurzen das, das äh, kommt. ich wir den Kopfhörer. Ich werde sie gleich laden, dass das, das nächste Mal nicht mehr passiert. Das kommt vor. Ich hoffe, dass dann in der nächsten Woche alles wieder so äh, am Laufen ist, wie wir und ich uns mir und uns das vorstelle. Ja, was machen wir? Zwei Reviews, würde ich sagen, ne? Wird sonst ein bisschen arg viel in einer Ausgabe, ne? Das wäre sinnvoll, ja. Können wir mal gucken, also wie gesagt, ich werde WW-Papview, ähm, den werde ich live gucken und mhm. ähm, mal gucken, ähm, wann ich dann. Wobei ich denke, mal Double or Nothing werde ich bestimmt dann am Montag konsumieren, weil es ist ja frei. Ja, wir, wir gucken mal, wie wir das Ganze lösen. Da sind aber zwei Reviews. Äh, in dem Sinne, bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, als bleibt sauber, guckt Wrestling. Äh, Faktbild Plus und Martin Guerrero, ihr kennt den ganzen Spaß. Guckt Wrestling. Gibt nicht nur WWE und AW, New Japan, Best of Super Junior, Stardom, äh, alles. Alles findet Start an diesem Wochenende. Und es ist auch noch ein langes Wochenende. Genießt es. Genießt das Wetter. Soll schön werden. Äh, und macht, kein, macht keinen Unsinn. Mein WhatsApp klingelt. Das war der Franchise bestimmt, der die Tipptabelle geschickt hat. Großartig. Genau das. Großartig. In dem Sinne? Ja. Bleibt sauber. Habt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao und wir singen.